Da sind wir wieder und wir gehen jetzt das Schicksal schmieden, beziehungsweise wir sind Leute, deren Schicksal geschmiedet wird von der Welt, in der wir uns befinden, Jana. Wir spielen Fate Forge, ein französisches D&D-Setting für die 5. Edition mit einigen Abwandlungen und ein paar coolen Ideen. Und ich kann hiermit übergeben gleich an unsere SL, den Erik. Ich sag nur kurz erstmal auch Hallo zu den anderen Mitspielenden. Hallo Mirko. Hallo, hallo. Als Kling der Goblin. Der, und du warst heute ja schon mal im Einsatz und am Wochenende, beziehungsweise am Wochenende warst du am Einsatz, genau, genau. Und hast dir mitgeholfen. Vielen Dank nochmal dafür. Gerne. Und Thomas, der Römer, der hier des Öfteren ist, wenn es um Worldbuilding und Rollenspieltheorie geht, spielt auch mit als Günoi, der Halborg, der schon im Chat als Günni bezeichnet. Wunderschön. Und bitte nicht Halborg, ich bin ein Merosi. Also Halborg ist eine... Ein Schimpfwort. Ist ein Schimpfwort, ja. Verstehe. Ich habe Halborg ins Layout geschrieben, damit die Leute wissen, was hier passiert. Ja, klar. Er hat nur uns angewiesen, dass wir ihn nicht mit diesem Schimpfwort belegen sollen in der Welt. Okay, ich habe Würfel bereit. Wir werden ganz oldschool mit realen Würfeln würfeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das wird mir Erik beantworten können, den kennt ihr hier auch. Der hat zum Beispiel eine sehr schweigsame Person gespielt in unserer langen Kampagne, der Borberat-Kampagne. Und jetzt wird er nochmal leiten. Er hat ein Herz für etwas seltsame, aber manchmal auch oldschoolige Systeme. Denn das letzte Mal, dass du geleitet hast, haben wir Shadow of the Demon Lord gespielt. Das ist, glaube ich, technisch gesehen wahr. Man könnte jetzt überlegen, ob ich Ironsworn auch geleitet habe für mich selber und den Chat. Stimmt, ja. Aber das ist, ja. Das ist technisch korrekt. Die beste Art von korrekt hatten wir heute auch schon. Heute auch schon. Ja, gut. Dann schätze ich, legen wir los. Es ist 21.08 Uhr und wir spielen, bis es vorbei ist, schätze ich mal. Aber wenn irgendwie... wenn hier große Ermüdungserscheinungen um sich greifen, dann werden wir irgendwann das beenden müssen. Also morgen früh um 8.30 Uhr habe ich meinen ersten Termin, da müsste ich dann weg. Ja. Ja, wir, okay, wir haben einen Schicksalspunkt bekommen, Erik hat einen Schicksalspunkt bekommen und jetzt halte ich die Klappe. So. Okay, ich versuche dann das, ja, wie lange brauchst du, um dich fertig zu machen? So gegen 8 hören wir dann auf. Ja, das passt. Okay, gut. Ja, hallo. Ich hätte jetzt gesagt, ich sage mal kurz etwas zum System, um ein bisschen einzustimmen. Das ist Sachen, die eigentlich die Spieler bzw. die Charaktere auch wissen. Die sind sehr generisches Lore sozusagen. Und dann könnt ihr ein bisschen was über eure Charaktere erzählen und dann legen wir los. Klingt das gut? Alles klar. Also. Perfekt. Ja, Fate Forge ist ja kein kleines Rollenspiel, weil das basiert auf D&D 5, wie schon erwähnt. Es ist, benutzt quasi die Open Gaming License Sachen, also alles, was in den Basisregeln drin sind, die man auch bei Wizards runterladen kann. Darauf hat man quasi Zugriff, die sind nochmal veröffentlicht in den Büchern dazu, mit hübschem Artwork, jede Menge Lore-Schnipseln. Ich finde die ziemlich großartig und deswegen freue ich mich, dass ich es heute mal so ein bisschen breit treten darf. Ah, wunderbar, perfekt. Ich könnte nur die Enzyklopädie hochhalten. Zusätzlich hat es aber noch Sachen, nämlich so ein modulares System, was ganz interessant ist, wenn man die Welt ein bisschen anpassen möchte an sein Spiel. Und es hat Regeln für Korruption und sowas von Leuten. Das hat mit einem, mit was zu tun, was Lore angeht. Erzähle ich gleich was zu. Genau. Es hat natürlich dann, wie die meisten, die das machen, Third-Party-Sachen, andere Archetypen, andere Völker und so weiter und so weiter. Eine Content-Warning wollte ich vorher geben, wenn man sich damit beschäftigt. Ich finde, es lohnt sich sehr, es ist sehr bunt und es ist sehr tropey. Aber das eine Trope, was ich viel benutzen, ist Piraten als Bösewichte heranzuziehen für alles, was auf dem Meer rumfährt. Und dementsprechend ist Sklaverei ein Thema, was einem immer mal um die Ecke kommt. Man kann ohne spielen, aber in den Büchern ist es definitiv enthalten. So, ansonsten kommt man aber mit den Tropes, glaube ich, als Europäer ganz gut rum. Es ist nichts, zumindest für mein Dafürhalten, nichts super unter der Gürtellinie oder nichts Entwertendes drin. Man hat die Kani, von denen wir heute drei haben, die aus einem großen Steppengebiet aus dem relativen Osten kommen. Wenn man sich die Karte, so wie sie abgedruckt ist, wo die freie Stadt relativ in der Mitte ist, wo wir spielen werden, ist die mehr so eine Fantasy-Version von der Mongolei oder Nepal angelehnt mit
Zwar auch Städten, aber Nomadenkulturen und sehr schamanistisch das Ganze. Man hat große Städte, die wie zum Beispiel die Freie Stadt schon zu Stadtstaaten gewachsen sind, wo man das typische Banditen, die Diebesgilden, die verschiedenen, die sich untereinander bekriegen, die Vigeon, also die Wache der Stadt, die für nichts gut ist und von allen bestochen wird. Und diese Sachen kann man da sehr gut spielen. Das modulare System ist auch dafür da, dass man dann mehr oder weniger Magie reinpacken kann, dass man mehr Intrige und mythologische Dinge reinpacken kann oder weniger, wie man möchte. Und zu guter Letzt hat man noch die Zwerge, die gibt es im Norden von der Stadt. Und das ist sehr schön, wenn man mal so richtig als Deutscher auf die Schippe genommen wird, finde ich. Weil die Kultur der Zwerge, die sind sehr... Also da kann man dann sehen, wie Franzosen so über Stereotype Deutsche denken. Die Namen sind so, die heißen dann Gottfried und solche Sachen oder Ralf anstatt Wolf oder Ralf. Und mögen das ganz furchtbar nicht gerne, wenn man ihre Namen falsch ausspricht. Deswegen sagt man auch Zwerge und nicht Dwergen. Es sei denn, man kann Dwergen richtig aussprechen. Sonst ist das nämlich eine Beleidigung. Was wir eben schon gehört haben, dann so ein bisschen in den Teil, der dann die Welt und das Worldbuilding angeht, überzuleiten, ist, dass es zwar schon halb Elfen und halb Orks insbesondere als Hybride in Anführungszeichen gibt, die aber nicht so genannt werden. Das ist eher eine Beleidigung. Wenn man dem Elf furchtbar auf die Füße treten möchte und ihm bedeuten möchte, dass er eigentlich gar kein richtiger Elf ist, dann sagt man Halbelf zu ihm. Wenn man ihn normal ansprechen möchte, sagt man Melesel zu ihm. Bei den Orks verhält sich das ähnlich, nur dass Orks haben ein bisschen schlechten Ruf, weil da vor 1000 Jahren mal ein Krieg gelaufen ist, der wo es die ein großer Teil der Aggressoren waren. Deswegen ist Ork an sich eine relative Beleidigung und Halborg umso mehr. Deswegen sagt man zu Günoi zum Beispiel Merosi, wenn man ihn ansprechen möchte, auf seine Herkunft. Ansonsten ist der Titel vom System, und das finde ich sehr schön, ein Plotpoint, der relativ bekannt ist. Es gibt viele Ideen darüber, was die Schicksalsschmiede oder die Fate Forge ist. Ob es einen Übergott gibt, der sie sozusagen geschaffen hat, aber das, was vor allen Dingen in der freien Stadt so der am meist geglaubte Sache ist, dass sie von den Reisenden erschaffen worden sind. Die Reisenden sind eine uralte Zivilisation, die sind vor knapp 11.000 Jahren mal untergegangen, zusammen mit den ursprünglichen Riesen. Und die haben diese Fate Forge auf einem der zwei Monde von Ayana, damals waren es sogar noch drei, gebaut, nämlich auf Ewigkeit. Das ist auch so ein Quirk von dem System, auch die Götternamen sind alles einfach Namen, also der erste Gott beispielsweise, der ein Reisender war vermutlich, heißt Schmied. Der zweite Gott, der vermutlich ein Riese war, heißt Schöpfer und so weiter. Ein weiterer großer Punkt, vor allen Dingen in der Nähe von den Drakenbergen, wo wir sind, die von Zwergen bewohnt werden, deswegen heißen die Deutsch, ist Kanker. Kanker ist sowohl eine Ebene, also in dem Multiversum von D&D, einfach eine Ebene, als auch eine Macht, die korrumpiert. Und die sogenannten Verwüster von Kanker sind von Kanker übernommene Wesenheiten, die dann zum Beispiel auch bewusstseinshaft sein können. Also so diese typischen Drow, die Dunkelzwerge, Dunkelgnome, das sind von Kanker Verwüstete. Genau. Und viele von den Erklärungen finde ich immer sehr, sehr schön in den Büchern, sind so als In-Universe-Lore-Schnipsel dargestellt, damit man auch gleich weiß, das ist Wissen, was eventuelle Spielercharaktere haben können, wenn sie es wollen. Oder hier redet ein Akademie-Magier mit dir. Und das gibt einem sehr viel Information über das System, ohne dass man viel, oder die Welt, ohne dass man viel Text lesen muss, finde ich. Die freie Stadt, in der wir sind, und danach gebe ich dann erstmal meine Spieler ab, ist ein großer Stadtstaat, der verschiedene Kriege und Bürgerkriege hinter sich hat über die letzten vielen, vielen Jahre, in der die entstanden ist. Es ist alles relativ ruhig. Es gibt einen sehr mühsam gehaltenen Waffenstillstand mit einer Elfennation im Nordwesten. Und es gibt einen mühsam gehaltenen Frieden mit diversen Gruppierungen im Norden, die aber kein einzelnes Königreich mehr bilden. Deswegen ist als Handelszentrum die freie Stadt sehr multikulturell aufgestellt und relativ sicher, was jetzt nichts unbedingt mit der Vigeon, also der Wache der Stadt, zu tun hat. Weil die mehr so dafür da sind. Also die haben schon lange die Kontrolle und den Überblick verloren.
Und wer da wirklich die Stadt leitet, sind oft verschiedenste Gilden. Das mögen Gilden sein, die Dinge machen, die nicht ganz so im Sinne des Gesetzes sind, aber auch Handwerker oder auch religiöse Vereinigungen. Ja, wie schon gesagt, die ist sehr multikulturell und riesig groß. Und am Rande zwischen zwei Distrikten werden wir uns heute wiederfinden. Das ist die Frage, drei von euch, drei Kani, stehen in einem Keller vor einem großen Tisch vor einer dunkelhäutigen Frau. Und wer ist das, den wir da so begleiten werden heute? Könnt ihr mal reihum ein bisschen was zu euch sagen? Soll ich anfangen? Gerne. Ich bin im Layout irgendwie rechts oben gelandet, deswegen. Naku geht den meisten anderen, wahrscheinlich allen anderen, bis auf Kling, mehr oder weniger nur so knapp übers Knie. Ist ein etwas gebückt gehender, ältlich wirkender Kobold. Ältlich, das sieht man, da sind so ein paar Schuppen schon gesprungen und die Hörner sind ziemlich abgewetzt. In einer Robe, die aus sehr vielen unterschiedlichen Stoffen zusammengenäht ist und vor allen Dingen an seinen Hörnchen und Dornen, die er im Gesicht hat und so, hängen überall beschnitzte Knochenröhrchen, die ihm immer so ein Klackidi-Klack, Klackidi-Kluck-Kluck-Kluck machen. Und die alle sehr fein mit Schriftzeichen beschriftet sind, beziehungsweise da reingeschnitzt sind. Und Naku ist ein Kobold-Magier. Sein Zauberbuch ist tatsächlich diese Sammlung von Knochenröhrchen, auf denen alle seine Magie verzeichnet ist und die er deswegen auch immer mit dabei haben muss. Und er hat ganz viele Täschchen mit Krimskrams und so etwas. Und er wirkt, vorsichtig gesagt, gebrechlich. Beziehungsweise er oder sie, oder das ist für die meisten Leute, die keine Kobolde sind, echt schwer zu sagen, was das ist. Aber Naku ist das wohl auch ziemlich egal. Steht auf jeden Fall da, zwinkert so von unten zu allen anderen Sachen hoch und reibt sich hin und wieder über sein Drachenschnäuzchen. Für alle, die vielleicht nicht so mit drin sind, Kobolde sind bei D&D drachenähnliche kleine Leute, die häufig hohe Ambitionen haben, aber sie in seltensten Fällen erreichen. Naku kann immerhin schon zaubern, das ist nicht selbstverständlich, weil man muss immer darauf warten, dass die Magie erwacht und man kann tatsächlich mit dem Grundregelwerk erstmal nur so vor sich hinspielen, wenn man möchte und einen unerwachten Personen spielen, die ihre Magie noch nicht bekommen hat und darauf wartet, dass dieser Teil der Klasse überhaupt zuschlägt. Aber wir starten ja auch auf Stufe 3, damit wir schon ein bisschen was können und da dachte ich, es ist irgendwie schade, wenn Magier auf Stufe 3 nicht zaubern kann. Das wäre arm und wenn Naku seinen Erwachen jetzt in diesem Abenteuer hätte, dann würde es sich nur darum drehen. Insofern, hallo, ich hatte eine seltsame Vision von den Monden über mir und von langen Schatten, die übers Land reichen und dann hat sich in mir eine übernatürliche Macht geregt und seitdem kann ich sehen, Knochen festhalten und hören. Ich mach mal weiter. Kling, fast wie Klinge ohne E, ist nicht so viel größer als Naku, er ist ein Goblin, aber im Gegensatz zu Naku geht er sehr aufrecht, hat so eine gewisse Präsenz im Raum, trägt so ein bisschen wie ich auch, so einen schönen Kapuzenmantel, die er dann auch immer oben hat, hat ein kleines Bärtchen, ist voll behangen mit irgendwelchen Dolchen, Rapier, Täschchen, Rucksack und alles Mögliche. Sein Lebensinhalt ist das Beschaffen von verloren gegangenen Dingen und deren Eigentumsübertragung. Das ist er so ein bisschen spezialisiert. Und erzählt auch immer ganz viel davon, wie gut er das macht und was für ein Spezialist er ist. Hat auch ein bisschen was mit seiner Gilde zu tun, für die er tätig ist. Sonst, was euch noch ab und an vielleicht aufgefallen ist, er spricht manchmal irgendwie mit sich selbst, habt ihr den Eindruck. Das ist manchmal ein bisschen irritierend. Dann streichelt er so einen Silberlöffel, der mit so einem kleinen Bindfädchen an einer Art Halskette befestigt wurde. Dann streichelt er den so ein bisschen gedankenverloren und fängt dann an, irgendwie mit sich selbst zu reden. Bisschen irritierend, aber da, naja, damit kann man leben. Ja, Gnoi ist vermutlich so groß wie die beiden anderen zusammen. So irgendwo knapp unter 2 Metern. Und das ist eher so 3 Nakus, glaube ich. Ja, also zusammen kriegen wir die Höhe nicht hin, glaube ich. Und die Breite ist noch knapp 2-türiger Schrank, aber Schrank. Was man auch sieht, hat eine Lederrüstung an. Lange geölte Haare. Es achtet offensichtlich sehr auf sein Aussehen. Stabil, breit gebaut, kräftiger Kiefer. Da sieht man noch ein bisschen die orkischen, in diesem Fall Großeltern. Sieht
deutlich nach dem Merosi fürs Grobe aus. Links und rechts Kurzschwert auf den breiten Oberschenkeln. Immer wenn er sich bewegt, hier unten irgendwie, naja, ist ein Keller, Steinboden, da hört man es wahrscheinlich nicht, aber der bringt halt schon einiges an Gewicht auf die Waage, und wenn er sich irgendwo gegen den Stützbalken lehnt, also da ist auch Kraft dahinter. Also vor allen Dingen ist da Kraft dahinter. Dafür, dass er so ein Berg ist, bewegt er sich aber ziemlich elegant. Was man sonst noch sieht, hat kleinen Rucksack mit Zeugs dabei, Gürteltasche. Ungewöhnlich für seine eigentliche Profession ist, dass er nicht mit einem Bogen rumläuft. In Städten ist das immer, unter Städten vor allen Dingen auch etwas hinderlich, sondern mit einer leichten Armbrust. Wegen ungewöhnlich für ihn, er ist nominell ein Ranger, aber mit der Spezialisierung als Urban Shadow. Das heißt, ich verfolge mein Wild gerne zwischen Mauern, in Kanalisationen, auf Hausdächern, wenn sie mich tragen. Ich komme eigentlich aus einer fast genauso großen Stadt, aus Calgary. Das ist die Hauptstadt des alten Khan. Das ist eines der großen Reiche in Khan. Und das, was ein bisschen im Niedergang ist, aber das, was auch halt wirklich klassisch ist. Also das ist halt die Palaststadt von des Oberherrschers, und rundum sind halt die endlosen Steppen, wo unter anderem halt ein Teil meiner Vorfahren lebt, wo ich auch die Rangerei gelernt habe. Aber die anderen Vorfahren sind halt Stadtmenschen. Und ich habe ein bisschen ein familiäres Problem und habe deswegen ein ehrloses Mitglied unserer Familie, der über das Meer geflohen ist, bis in die große Stadt verfolgt. Das ist aber schon ein, zwei Jährchen her. Bin dann doch den Verlockungen der freien Stadt erlegen. Aber wenn man nicht von vornherein schon irgendwelche Connections hat, muss man halt tatsächlich ganz unten anfangen. Aber ich will, da bin ich mit dem Goblin ganz einer Meinung, ich will nach oben. Ich will mir einen Namen machen. Das ist ohnehin wichtig. Nur einen Namen? Ja, Name ist wichtiger. Einfluss damit, Gold, schön und gut, aber... Aber ihr habt doch schon Namen. Eben. Es tut nicht so. Viel zu kleingeistig, viel zu kleingeistig. Namen, die in Geschichten auftauchen. Ich Namen, kann dir, die andere erzählen. Ich kann dir gerne eine Geschichte schreiben, in der dein Name vorkommt. Aber weswegen genau sind wir hier? Entschuldigung, ich wink zu der dunkelhäutigen Frau auf der anderen Seite des Tisches, über den ich nicht wirklich drüber schauen kann. Das heißt, es taucht so eine kleine Krallenhand über der Tischkante auf. Entschuldigung. Genau, hier ist nämlich das provisorische Lager, Kling kennt das schon, der Steppenfüchse, eine sehr kleine, aufstrebende Bande. Das Aufstreben ist wichtig. Ja, und wenn man die Steppenfüchse fragen würde, Gilde, natürlich nicht Bande, ja. Von Leuten, die Dinge finden und übertragen den Besitz dieser Dinge. Und mit der kleinen Krallenhand lehnt sich dann eine ziemlich groß gewachsene, dunkelhäutige Frau rüber. Das ist nicht unbedingt das, was ich mir unter Drachen vorgestellt habe. Wie auch immer. Warum ihr eigentlich hier seid? Ja, nicht wir. Von vorne. Entschuldigung. Ja, warum wir eigentlich alle hier sind.
Ich hätte euch nicht gefragt, wenn es nicht so zeitkritisch wäre. Das klingt viel besser. Aber wir haben Informationen erhalten. Relativ frisch, aber die Informationen sind schon relativ alt. Nogenoi hier drüben, das zeigt auf einen Hobgoblin, einen rothäutigen Hobgoblin, der in der Ecke steht, hat über viele Umwege ist an einen Piraten gekommen, der hier gelassen worden ist. Das nehmen Piraten normalerweise ziemlich übel, dieser auch, er war sehr betrunken, deswegen wissen wir jetzt, was sie suchen. Ach genau, sie. Er hat jetzt seinen eigenen Piraten gefunden? Ja. Spannend. Nein, cool. Ist nicht sein Pirat. Es Ach geht so. Nicht um den Pirat. Es sind Piraten. Es sind... Wie bist du hergekommen ohne... Zu Fuß. Wenn... Gibt es Landpiraten? Direkt aus Kahn. Natürlich. Du bist Piraten zu Fuß aus Kahn hierher gekommen? Das musst du mir in Ruhe mal erzählen. Die Leute mit den Schiffen. Die böse aussehenden Leute mit den Schiffen. Wie auch immer, es geht nicht um die Piraten. Ah. Die sind nämlich weg. Die sind weg und zwar nach Rachamangekel. Das ist wichtig für später. Nein, das ist wichtig für jetzt. Wie auch immer, die Rakisa, unsere, also das müsstet ihr alle wissen, wenn ihr von hier kommt, große Diebesgilde, die das sehr ernst meinen, die eigentlich aus den Sandkönigreichen kommen, die machen nur Dinge, wenn es entweder viel zu holen gibt oder wichtige Leute umzubringen gilt, sind auf der Suche nach etwas und haben es noch nicht gefunden. Und wir sind weiß, was es ist. Richtig. Das finde ich gut, das ist gut. Um einen Gegenstand. Aber der Gegenstand ist nur gar nicht so wichtig. Es geht um einen Gegenstand, der Dinge finden kann. Natürlich reicht eine Lupe. Das ist natürlich immer das. Für mich klang das eher sowas wie ein Sextant. Deswegen auch die Piraten. Ergibt Sinn. Stimmt. Und sie konnten diesen Gegenstand auftreiben. Zumindest laut den Informationen, die wir haben. Aber... sie haben ihn nicht in ihrem Besitz. Und die Gruppe, die ihn aufgetrieben hat, ist nicht wieder vollständig zurückgekehrt. Sehr mysteriös. Aber warum das wichtig ist, dass die Piraten unterwegs sind nach Süden, es gibt nur eine Möglichkeit, also einen Grund, warum man nach Rachamangekel schicken sollte, wenn man so viel Einfluss und Geld hat wie die Rakisa. Sie sind auf der Suche nach einem Drachenblütigen. Und nicht irgendeinem, sondern einem besonderen. Wir haben ja einen. Eine. Ja, das war der Grund, warum ich versucht habe, einen aufzutreiben. Ah, okay, das war zur Drache. Ja, wir nehmen was. Wir kriegen. Naja, aber das ist ja klar. Oben in der Stadt gibt es doch, vielleicht nicht viele, aber doch den ein oder anderen Drachenblütigen. Eben. Also muss wohl irgendjemand, entweder vertrauen sie niemandem oder es muss jemand Besonderes sein. Und wenn es um Drachen geht, ist ja uns allen klar, was das bedeutet. Gut, dass wir unseren eigenen haben. Ich klopfe Nako so auf die Schulter vom Rücken. Du meinst, es geht um Gold. Berge von Gold. Das wäre eine Möglichkeit. Ich dachte Magie. Eher an... Ja, sehr gut. Das klingt auch viel spannender. An Überreste von einem drachengebürtigen Reich oder von den Hinterlassenschaften eines Drachen tatsächlich. Ja. Oder... um Magie, die nur von Drachen benutzt werden kann, wie zum Beispiel ein Portal. Oh. Und wenn wir im Besitz von einem Portal wären. Viele Möglichkeiten. Ich gebe zu, ich bin kein Drache. Doch nicht. Aber ich kann ihre verbreitetste Sprache. Du bist fast ein Drache. Bald. Es ist unklar, ob das Alter einen als erstes einholt oder die Verwandlung zum Drachen. Ich fühle mal in einer Tasche rum, suche irgendwas Obstartiges. Hier, ernähr dich gesund, damit du lange lebst und Drache wirst. Oh, danke. Nehme an, dass wenn Blut vonnöten ist, müsste man dich wohl eher auswringen. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Oh, ganz, ganz vorsichtig. Ja? Also meistens reicht doch ein Tropfen für ein Blutopfer. Ich bin vielleicht kein Drache, aber Feuer kann ich trotzdem erzeugen. Das wird bestimmt hilfreich sein, denn bestimmt ist es, wo auch immer dieses Ding zu finden ist, dunkel. Das bringt mich zu dem eigentlichen Punkt, warum ihr hier seid. Ihr findet heraus, wo dieses Ding ist und bringt es zu mir. Wenn es dort ein Portal gibt, dessen bin ich mir ziemlich sicher, natürlich sichern und... an euer Lebensende verteidigen.
Sichern und benutzen, hast du doch gesagt, oder? Ja. Nein, nein, verteidigen, hat sie gesagt. Verteidigen. Irgendwer wird es irgendwann benutzen, sagen wir so. Und was wisst ihr, wo sollen wir anfangen zu suchen? Gute Frage. Das ist bislang, naja, ich sag mal, alles noch sehr nebulös. Nun, ich sag mal so, wir wissen, die Rakissa haben damit zu tun. Wir wissen, jemand bezahlt sehr gut dafür. Und Piraten haben da auch ein Interesse. Also gucken wir im Hafen. Wäre eine gute Idee, auf die ich mit Sicherheit auch selber gekommen wäre. Wir sind momentan, diese Viertelgrenze ist auch tatsächlich Hafengebiet, richtig? Ja, also es gibt einen Zugang hier, einen schiffbaren Zugang in das eine Viertel, und das ist hier angrenzt. Es ist natürlich nicht die Hauptdocks, die sind unten in der Stadt, aber es gibt Schiffe hier, ja. Gut. Ich bin hier nur die Person, die sich um Drachenbelange kümmert. Ich denke, wir werden aufbrechen und meine zwei Begleiter kennen sich sicherlich besser damit aus, wo man rumfragen sollte oder anfangen. Oder? Piekse mit einer kleinen Kralle Günoi ins Knie. Ich denke, das mit dem Auskennen und Leute befragen, das ist Klings Angelegenheit. Ich kann mich drum kümmern, irgendwo hinzuklettern oder notfalls die Leute, die Kling angesprochen hat, überzeugen, dass sie uns ein bisschen was erzählen. Warum musst du denn irgendwo hinklettern? Du bist doch groß genug, um überall dran zu kommen. Verzeihung, wir verschwenden wertvolle Zeit. Aber der Hafen ist groß. Wo sollten wir da genau anfangen? Das finden wir jetzt raus. Verzeihung, wir machen uns an die Arbeit. Ja, aber wenn wir im Hafen nach einem Sextanten fragen, dann werden wir jede Menge Antworten kriegen. Es geht ja nicht um irgendeinen Sextanten. Und es geht darum, dass sie einen Drachenblütigen suchen. Also wenn in letzter Zeit da, also wir könnten einfach nach Schiffen fragen, die aus Rachamangek kommen oder dorthin fahren oder jemanden abgeholt haben, so etwas in der Art. Wir werden da schon was finden. Wir sind ja nicht auf... Gut, ich gebe zu, ich bin schon mal auf meinen Kopf gefallen, aber ich glaube, das hat nichts an meiner Denkfähigkeit geändert. Aber seither knackt es immer, wenn ich den Kopf nach links drehe. Vorderkopf oder Hinterkopf? Wie soll ich auf den Hinterkopf fallen mit all den Hörnchen? Ich bin schon mit der Stirn wo drauf gefallen. Und wie gesagt, seitdem kann ich den Kopf nicht weiter nach links drehen als so. Naja, da wird nichts verändert haben an den Denkfähigkeiten. Lasst uns dann mal gucken, was wir so herausfinden können. Im Hafen. Danke für das Vertrauen und den Auftrag. Wir gehen. Ich lege meine Robe klackernd mit den ganzen Röhrchen aus Knochen um mich und drehe mich um zur Tür zu schreiten. Na, eine Frage bleibt noch. Was ist denn für uns drin? Das Tor. Außer, dass das eine gute Geschichte für eine gute Geschichte ist. Es geht hier um ein Tor. Naja. Tore kann man nicht essen. In Toren kann man nicht baden. Ist das so? Ich habe noch keins gesehen. Aber ich sage mal so, dieser Geldgeber ist relativ egal, wer ihm diesen Sextant, Lupe, Fernrohr, was auch immer bringt. Das könnten auch wir sein. Das heißt, da wäre ein hübsches Sümmchen drin, an dem ihr natürlich entsprechend den Statuten der Gilde beteiligt werdet. Punkt 1 und Punkt 2. Den Rakisa einen Job auszuschlagen. Es sollte uns zumindest bekannt genug machen, dass die Auftraggeber danach uns aufsuchen. Das sollte einigermaßen Respekt verschaffen, ja. Außerdem ist es einfach lustig, den Rakisa auszuwischen. Ja, lustig. Ja. Ja, wollen wir los? Wir wollen. Ich stehe schon hier, aber ich komme an die Klinke nicht ran. Ich auch nicht. Vorsichtig. Danke, Günay. Ich tappe raus hinter der Robe, aus der Robe schaut und dieses kleine Drachenschwänzchen hinten raus. So. Vorsicht, die Lampe hängt etwas tief.
Wieso hängen hier überhaupt Lampen? Wer braucht Lampen? Was für eine Lampe? Das ist ein guter Punkt. Wer braucht Lampen? Ne, lasst uns zum Hafen. Alles klar. Wir kommen aus so einer Kellertreppe hoch oder in einem Haus? Oder? Genau, also ihr kommt es führt so ein kleiner Zwischenraum und dann in eine Außentreppe. Also ihr kommt, ist ein bisschen versteckt liegen, das ist ganz praktisch, quasi um eine Ecke in so einem halben Innenhof, in so einem kleinen. Ja gut, Kampus. Da oben hat nämlich dann Burro gewartet. Burro ist so groß wie Naku, also so etwa wie meine Kniehöhe, und ist eine Bulldogge, weiß und ockerfarben gefleckt und sabbert wahrscheinlich fröhlich vor sich hin und wird jetzt erstmal gekrault, weil wir da rauskommen. Oh, darf ich meine Familie auch haben? Ich habe den Zauber ausgewürfelt, aber gut. Ja. Dann streckt Nako eine Hand aus und ein sehr kleiner Feen- bzw. Pseudodrache, also der sozusagen wirklich nur so Eidechsen groß ist, mit Insektenflügelchen, landet auf seiner Hand. Gut. Burro, aus. Ja. Kein Feiner Futter, Hund. Kein Futter. Feiner Hund. Weichel. Feiner Hund. Ich gehe so ein bisschen in Deckung. Ich finde ihn ein bisschen zu groß, diesen Hund. Ich dachte, wir arbeiten nur zu dritt. Wer ist das? Das ist Burro. Na, hallo, Burro. Ich bin Naku. Das ist Naku, das ist Kling, nicht beißen. Die gehören zu uns. Oh, Burro ist nicht der Hellste. Kein Spielzeug. Burro, schnupper mal an ihn. Der tut nichts. Ich glaube, er sollte an uns schnuppern. Ich schnuppere einen zurück, wobei ich mein Familiar mit der Hand in die andere Richtung halte. Ich halte meine Hand vorsichtig hin. Oh, warm. Aber, Naku, ihr könntet bestimmt auf ihm reiten. Er leckt mir das Gesicht ab. Ist das ein größeres Ritual für ihn? Ich glaube, er mag dich. Ihr könntet bestimmt auf ihm reiten. Schlecke zurück über die Nase. Wir sollten einen Sattel für ihn besorgen. Das kann man doch nicht. Der muss ja schon selber mit einverstanden sein. Burro, ich werde das nicht einfach so beschließen wie manche andere Leute hier. Ich habe das nur vorgeschlagen. Ich habe nichts beschlossen. Das hier ist Jellek, aber Jellek ist nur mein Familiar. Der ist kein vollwertiges Mitglied dieser Gruppe. Kann es was? Jellek guckt ein wenig traurig. Jellek? Entschuldigung, Jellek. Er ist mehr als ein vollwertiges Mitglied der Gruppe. Ohne ihn bin ich nichts. Und was er kann, ist fliegen, Ausschau halten. Und wenn mich jemand verfolgt, dieser Person ins Gesicht fliegen und sie ablenken, während ich versuche zu entkommen. Fliegen und Ausschau halten ist sehr praktisch. Muss ich mir merken. Alles klar. Also, wo gehen wir hin? In den Hafen. Wo wir ohnehin fast schon sind. Ja, das ist der Weg nicht so weit. Wo lang? Danke. Beide hier noch Richtung. Also beide zeigen in unterschiedliche Richtungen. Genau. Wasser ist hier fast überall. Vielleicht geht jemand anders voran. Ich gehe voran. Also, ihr werdet euren Weg zum Hafen finden, das wird kein Problem sein. Ich versuche mitzuhalten. Es ist auch nicht weit, wenn ihr diesen Zwischenhafen anschaut, also diesen, es ist kein Hafen im eigentlichen Sinne, sondern mehr so ein Warenumschlageort. Also so ein, nennt man das, ist auch ein Dock, wahrscheinlich ist das auch ein Dock, da wo Schiffe einfach festgemacht werden, die aber schon zollamtlich bearbeitet worden sind. Wenn ihr da jetzt seid, was habt ihr denn so vor? Also offensichtlich geht es euch ja um Informationen. Wie würdet ihr die denn beschaffen wollen? Ich würde mich tatsächlich so ein bisschen an Dockarbeitern oder sowas abarbeiten wollen und nachfragen, ob es in letzter Zeit irgendwie auffällige Schiffe ging, die nach oder zu Rahming aufgebrochen sind. Ob da irgendwas auffällig gewesen ist. Vielleicht auch schon mal so ein bisschen irgendwas Richtung Drachenblütige, ob man hier in letzter Zeit einen gesehen hat oder gehört hat, dass da irgendwie jemand gesucht wurde. Mhm. Einfach nur das über die Schienen so nach
Fragen bei den Leuten. Ich würde das Ganze noch erweitern auf Piraten, die hier, also Piraten, die keine sind, sondern zollamtlich bearbeitete Piraten, die hier angelegt haben. Das heißt, die Garde irgendwie bestochen haben oder die Zöllner. Und ob die irgendwo typischerweise einkehren, ob die irgendwo ein Lagerhaus haben, irgendwas in der Art. Und stimmt, wir könnten gucken, dass wir die Zollbeamten selber mal ausquetschen, also nicht fragen. Genau, also was ich vorhabe, ist quasi, also in 4th Edition D&D, früher hat man das mal Skill Challenge genannt, sprich, ich kriege dann gleich von jedem von euch einen Fertigkeitswurf, am liebsten drei unterschiedliche, und dann gucken wir mal, wo das so landet und was man damit so anfängt. Deswegen habe ich so blöd gefragt, sollte man vielleicht vorher sagen. Mhm. Also Naku kann noch... Naku würde vor allen Dingen schauen, was die Schiffe an Ladung haben, wenn man das irgendwie erspähen kann, um zu gucken, ob da irgendwo drakonische Symbole sind oder irgendetwas anderes, was ihm auffällt, als mit Drachenblütigen, mit Rachemangekere zusammenhängend oder magisch. Ich würde, keine Ahnung, Geschichte oder Arcana, Arcanes Wissen vorschlagen dafür. Geschichte wäre da wahrscheinlich gerade gut. Ich könnte Investigation oder Persuasion vorschlagen. Also ich würde eigentlich gerne mit Kling zusammen ein bisschen den dummen Halborg im Hintergrund, der dann ab und an knack, knack irgendwie mit den Fingern arbeitet, die Schultern ein bisschen rollt und auf Intimidation würfeln. Bist ja auch meine Muskeln. Super. Klingt super, dann macht mal. Also Naku ist nicht sehr hilfreich, ich habe eine 5. Warte, nee, eine 8 plus 5 tatsächlich, aber ist trotzdem nicht so toll. Also ich kann dir gerne mit der Kamera auf meinen Würfelbecher zeigen, ich habe eine 19 gewürfelt. Und wenn ich dann nur Investigation nehme, sind nicht mal 23. Ich komme insgesamt auf 15. Alles klar. Ja, mit zwei guten Würfen sollte das kein Problem sein. Also Naku guckt sich sehr genau die Schiffe an und interpretiert den geschichtlichen Hintergrund dieser sehr neu aussehenden Piratenschiffe mit sehr viel Kunstgegenständen, die sehr neu aussehen. Das ist ein bisschen schade alles. Aber die Truppe mit dem Gehirn und den Muskeln sozusagen. Was? Also, ich habe auch ein Gehirn. Wollte ich gerade sagen. Nur also, kein nützliches. Ich glaube fast, dass Naku intelligenter ist als ich. Ich bin nur überzeugender. Mit ziemlicher Sicherheit. Also die anderen zwei, Entschuldigung, die anderen zwei haben kein Problem damit, aus verschiedenen Leuten verschiedene Dinge rauszuquetschen. Die Hafenarbeiter sind, gerade wenn es um Piraten geht, hier ist gerade keine Garde in der Nähe, sind da sehr freigiebig mit Informationen. Ja, natürlich. Zollamtlich, was? Nein, also ja, es sind Freibeuter. Wir machen hier nur Sachen, also Baumaterial und so, wird hier abgeladen. Manchmal Kunstgegenstände. Warenhäuser, haben Sie mehrere? Und der andere sagt, ja, einkehren, nicht hier. Sondern weiter innen in der Stadt meistens. Ist ein bisschen komisch alles. Also ich unterstütze das auch gerne, ihre Redseligkeit gerne mal, indem ich in eine Gürteltasche packe und einen Flachmann raushole und den rumgehen lasse, wenn man sich eh schon freundlich unterhält. Lässt du den rumgehen oder den rumrum? Den rumgehen. Lass den rumrum gehen, ja. Genau. Und nehm gerne selbst auch einen Schluck. Gute Idee. Ja, also wenn das so ist, oh, das ist gut. Ja, nee, ihr scheint euch auszukennen mit, ja. Wo man so einkehrt. Also, was mit seltsam meine, also nicht hier, meinte ich schon, andere Seite von der Stadt, kommen manchmal, also legen manchmal Piratenschiffe an, aber da sind, soweit ich weiß, nur Slums. Ich war da noch nie, die Stadt ist groß. Aber ja, also wenn die hier absteigen, die kehren ein, großartigen Fass, das ist hier um die Ecke. Das großartige Fass? Ja. Gudi. Aber sonst, nee, Drachen? Also hier haben wir Leute gefragt, ja. Wann war das?
vor ein paar Tagen. Was haben Sie denn genau gefragt und wer war das? Wisst ihr das noch? Ja, die Art von, dann so ein Dritter ein, ja, die Art von Leuten, denen man nicht sagt, nee, weiß ich nicht, kenne ich nicht, sondern denen man sagt, ah ja, natürlich, kein Problem. Und soweit ich gehört habe, waren die ziemlich sauer. Also nicht die Leute, die hier waren, sondern ich nehme an, die haben die Chefs. Ich habe keine Ahnung. Weil zwei kamen aus der Stadt, von weiter im Norden aus der Stadt. Und die waren wohl nicht richtig gut. Keine Ahnung, ich habe nicht verstanden, was die wollten. Auf jeden Fall wollten die weit weg segeln. Und wir sind zum Glück noch Hafenarbeiter. Hm. Die haben ein Schiff gekauft. Also gekauft. Nicht mit der ganzen Crew. Gekauft. Gekauft. Ja, gekauft. Ich weiß nicht, ob wirklich Geld gewechselt worden ist, aber es gab einen Vertrag und viele Waffen und viele Piraten. Wie sahen die denn aus? Sehr sandfarben gekleidet, mit grauen Überwürfen und ja, das sind, ist euch bekannt, sind vermutlich Rakisa gewesen, die auch vermutlich ein bisschen höher angesiedelt sind im Rang, weil die schon Uniformen anhaben. Mhm. Und die kamen aus dem Norden, sagtet ihr? Nein, die wollten Drachenblütige haben, die sich bezahlen lassen, um einen Auftrag zu machen. Und da kamen zwei von den Drachenblütigen aus dem Norden von der Stadt. Ah, okay, also die zwei Drachenblütigen, die sie hatten, kamen aus dem Norden, aus dem nördlichen Teil der Stadt. Ja, aber die waren wohl nicht gut oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie ein Schiff übernommen mit einem Teil der Crew. Und das weiß ich auch nur, weil der andere Teil ist sehr sauer und betrinkt sich seitdem. Und im Fass? Unter anderem, ja. Okay. Und die Lagerhäuser der Piraten sind auch ein Stück weiter in die Stadt rein. Ja, da gibt es mehrere. Man beschreibt ihr den Weg zu drei Lagerhäusern. Erkennt man daran, dass man sie nicht erkennt. Also kein Symbol vorne dran, nichts bunt. Sieht aus also wie... auffällig, unauffällig. Ja, nicht benutzt, aber wird benutzt. Auch die Piraten haben keine Colors, keine Bandenzeichen irgendwo versteckt. Sowas wie, irgendwo wird garantiert hier ein Bandenzeichen an einem Kai sein. Sowas. Ich spreche Diebessprache auch. Ja, wir verstehen uns. Ah, okay, okay. Gerade wenn du auf Diebessprache wechselst und du zeigst auf einfach so einen Dreizack, der da irgendwo als Symbol angebracht ist. Nee, also keins, was ich kannte, aber... Eins, was ihr nicht kanntet? Möglich, es sind Piraten. Die haben auf den Schiffen ja immer irgendwie irgendwas mit Knochen und irgendwas mit Säbeln und keine Ahnung. Ja, schauen wir mal. Noch einen Schluck? Oh, danke. Sehr freundlich. Woher kannst du... Ich hätte nicht gedacht, dass du die Sprache kannst. Bin rumgekommen. Komme eigentlich aus Kalgani. Rumgekommen? Das klingt weiter. Das sag ich auch immer. Das ist in Kahn. Also übers Meer. Das ist weit weg. Angeblich kann man da ja zu Fuß herkommen, habe ich gesagt. Man kann da zu Fuß her, aber ich würde immer ein Schiff nehmen. Habe ich auch. Hm? Warum geht's? Ich habe übrigens nichts rausgefunden. Wir gehen gleich was trinken. Gut. Und also dann, das ist nur halb richtig im Übrigen. Also du hast nichts rausgefunden über Magie, aber du hast ziemlich deutlich beobachtet, dadurch, dass du die Schiffe gut beobachtet hast, dass sie nicht magische, neue, unauffällige, also neue Gegenstände, die jetzt nicht unauffällig unbedingt sind, aber teuer aussahen, auf einen Karren geladen haben, der so eine Seitenstraße lang gezogen worden ist, bevor du ihn aus den Augen verloren hast. Ja, nein, ich habe ja ich wollte das Gespräch hier nicht unterbrechen. Und sollen wir vor denen reden? Wahrscheinlich nicht. Nein. Lass uns was trinken. Doch, das kümmert euch nicht um uns. Wir sind nur, wir arbeiten währenddessen. Trägt irgendwas von links nach rechts. Ich gebe ihm eine angemessene Menge an Währung für seine Informationen. Ja,
damit also, können wir wirklich arbeiten gehen. Ja? Ja. Und krieg nachher noch einen. Ja. Aber vielleicht nicht gefasst. Ich und Jellic haben uns umgeschaut und geschaut nach irgendwelchen drachenblütigen Sachen, magischem Zeug oder so, und wir haben nichts gefunden. Nein, nur langweiligen, modernen, nicht historischen und nicht magischen Kram, den sie auf Karren hier in die Stadt schaffen von den Schiffen. Hm. Ist jetzt ja erstmal nicht so unüblich. Nicht? Dock. Boro, der Fisch ist zu alt. Der liegt hier schon rum. Oh, wenn er die nicht mehr ist, dann... Lecker. Hm. Also, was wir rausgefunden haben, dass hier tatsächlich wohl ein paar gewesen sind, die nach die haben wohl auch zwei Halbdrachen gefunden, die irgendwo im Norden waren, aber die waren nicht zufrieden mit denen. Und haben dann, die haben dann, sind dann wirklich auf dem Schiff und haben das Schiff gekauft. Ein ganzes Schiff gekauft. Und sind dann hier rausgesegelt. Und ein Teil von der Besatzung von dem Schiff ist hier gelassen worden. Die sollen sich wohl im Fass hier betrinken. In einem Fass? Das großartige Fass. Großartige Fass ist wohl eine Kneipe. Genau. Ah, deswegen dachte ich, gehen wir doch mal dahin und fragen die noch mal. Vielleicht haben die noch irgendwas, was sie uns sagen können. Die uninteressanten Karren sind übrigens da hinten lang gefahren. Ist das zufällig die Richtung, wo auch die Lagerhäuser sind? Das ist die Richtung, wo zwei von denen sind. Mhm. Hm. Das haben wir nämlich auch noch. Die Piraten haben ein paar Lagerhäuser hier in der Stadt, da hinten und da. Und vielleicht sind da irgendwie Piratenzeichen irgendwo versteckt angebracht. Was hatten wir sonst? Aus. Ja, die Schenke und die Häuser. Ach genau, Kling, du bist bestimmt schon länger hier als ich. Drachenblütige aus dem Norden der Stadt. Ist das irgendwas Besonderes? Leben da besonders reiche Drachenblütige oder Zauberer? Oder? Weiß ich da was? Weiß ich bestimmt. Also im Norden der Stadt gibt es viele interessante Dinge, aber das könnte alles Mögliche sein. Also ist jetzt nicht so, dass da dass die sammeln oder so. Also ist eine spannende Region der Stadt, so das schon. Findet man auch tolle Sachen, aber ist jetzt nicht so, dass das bekannt ist, dass da jede Menge Halbdrachen, Drachenblütige oder Ähnliches zu Hause also sind. Insbesondere viele Tempel. Tempel sind ja. Tempel, jede Menge Tempel. Ja. Kneipe? Ja, Kneipe. Kneipe oder Tempel? Was für eine Frage, Kneipe. Gut, 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 gut. Auf zum Fass. Macht jemand die Tür auf? Danke. Alles klar, also das großartige Fass, es sieht von außen so aus, wie es heißt quasi. Also es ist ein Gebäude, was offensichtlich nicht sehr gut in Schuss gehalten wird. Ja, dementsprechend... Ja, großartig. Riecht es auch innen. Es ist mehr so eine Kaschemme. Ich glaube, der Name ist ironisch. Oder vielleicht war es mal großartig, oder es besteht aus Fässern. Wer weiß das schon so genau. Es ist auf jeden Fall relativ früh, deswegen ist es relativ leer. Bis auf eine Gruppe von Matrosen? Bis auf eine Gruppe von, vielleicht sind das Matrosen. Man könnte sie jetzt fragen, zwei von den drei schlafen auf jeden Fall auf dem Tisch. Der dritte ist mehr so dabei... Die Person würde das bestimmt als Singen bezeichnen. Bin mir ziemlich sicher. Was singt die Person denn? Wie gut kennst du dich mit Liedwerk aus? Aber ich meine, du warst ja auf dem Schiff hierher unterwegs. Ja, das stimmt, also, das stimmt. Könnten schon so Seemannslieder sein. Okay. Ich glaube, das sind die Matrosen, die wir suchen. Es sind keine Obertongesänge aus Kahn. Nee, das nicht. Ich glaube, das sind die, die wir suchen da. Also die schlafen und der auf dem Tisch. Haben die Schauerleute uns gesagt, wie das Schiff heißt, was da gekauft worden ist? Ihr habt bestimmt dran gedacht, nachzufragen. Ich glaube, die Information, das Schiff, das gekauft wurde, ist schon auffällig genug. Ich glaube, damit könnt ihr was anfangen. Wie gehen wir vor? Wir fragen den, der da auf dem Tisch steht.
den Sänger. Ja, ja. Der braucht sicherlich noch irgendwie ein, zwei Bier, bis er schläft. Die können wir ihm dann geben und derweil können wir uns mit dem unterhalten. Ich hätte eher gedacht, dass wir noch irgendwas finden, was ihn aufweckt eher. Nicht, dass er im Gespräch einschläft. Aber ja, wir können ja erstmal ein Motivationsbier besorgen für ihn. Ja. Mhm. Nako holt einen kleinen Täschchen raus und wühlt da in ein paar Kupfermünzen und geht dann zu der Theke. Ein Bier für normale Große. Auch mein Barkeeper, der sich dann so... man beachtet, dass ich normal Große gesagt habe und mich anpasse. Für mich seid ihr alle nicht normal, aber ich will ja höflich sein. Also ein Bier für Große. Was auch immer du willst. Und jetzt zapft ihr ein Bier für Normalgroße und streicht das Geld ein. Ich lege mühselig meine Kupfermünzen oben auf die Theke, nehme dann den Becher und marschiere zu dem Tisch mit den Matrosen. Wenn dann zwei kommen hinterher, nehme ich an? Ja, ja. Mhm. Okay, hört auf zu singen. Ich für euren Gesang. Sollte vielleicht doch aufhören. Ich sehe schon kleine Drachen. Das passiert den Besten von uns. Ich hatte auch einmal in Visionen, wo ich Drachen gesehen habe. Sie ist ein kleiner Drache. Im Grunde ja. Ja. Hattest du mit anderen Drachen schon zu tun? Nee, aber Drachen sind viel zu viel Thema in letzter Zeit. Oh, das interessiert mich jetzt. Aber reden da Leute hinter meinem Rücken über mich? Oder über andere Drachen? Es muss ja, also, wenn du mein Hirngespinst bist, müssen sie ja über dich reden, oder? Du hast mein ganzes Leben kaputt gemacht. Ich wollte immer auf dem... Der Graue Fürst, das war mein Name auf den Inseln, ne? Der Graue Fürst. Wollte ich immer... Hab's nicht weit gebracht, aber ich hab's auf das Schiff gebracht. Und jetzt, guck mich an. Was ist denn passiert? Was hat ihr das Hirngespinst damit gemacht? Weiß ich ja nicht. Aber sie sind alle auf der Suche nach Drachen. Und weil man uns nicht vertrauen kann, nehmen sie uns einfach das Schiff weg. Wegnehmen, also die schäbigen Rakiser. Ja. Wir werden sonst. Also, ein paar haben sie mitgenommen, ne? Also wir haben ja schon mal, müsste man jetzt den Quartiermeister fragen, aber der ist natürlich mitgefahren. Wobei, jetzt müsste man die Frage stellen, ob ihr es vielleicht sogar besser als die. Also wollt ihr mit irgendwelchen komischen Rakisern fahren? Das will doch niemand. Ja, das stimmt schon, aber ich will viel lieber fahren, als hier zu sitzen. Knallt das Bier schon so ein bisschen über. Ihr seht sehr, sehr fähig aus. Ihr werdet sicherlich eine neue Heuer oder so finden und wieder segeln. Naja, sucht gerade niemand. Ja. Und weswegen haben die schäbigen Rakiser den Grauen Fürst gekauft, gemietet, gechartert, wie geklaut. Auch man sich das nennt, geklaut? Aber wohl eher geklaut. Ja. Mhm. Das sind Rakiser. Oder wie man das nennt, zeitweilig übernommen oder so. Aber ja, warum? Naja, weil sie suchen einen Drachen. Brauchen einen Drachen. Sie suchen irgendwas, wo man was angucken kann. Wisst ihr, wo sie hin sind? Im Fernrohr oder so. Ja, weg halt. Weg ist sehr viel. Also sie suchen den ja für hier. Und deswegen sind sie weggefahren, weil sie was für hier suchen. Ja. Ich habe nur gehört, Rachaman Gekke habe ich gehört. Drachen brauchen wir. Die aus der Stadt sind nicht gut, was auch immer das bedeuten soll. Ich weiß nicht, wenn sie so klein sind, wie vielleicht habe ich einfach noch nie einen richtigen Drachen gesehen. Kommen in allen Größen, Farben und Formen vor. Das ist korrekt. Ist das so? Ja. Yeah. Allerdings, ja. Auch Drachen beginnen klein. Aber seid vorsichtig. Auch junge Drachen sind schon gefährlich. Deswegen vielleicht ist es besser, dass ihr in die Sache nicht mit hineingezogen wurdet. Naja, tut ja gerade so, als wären Drachengeborene irgendwelche Monster. Also ich meine, ich habe schon mit denen Geschäfte gemacht, die können ganz normal reden. Ich sagte nicht Drachengeborene, ich sagte Drachen. Ach so. Ja, was weiß ich. Vielleicht suchen die einen kleinen Drachen, großen Drachen, was weiß ich.
Wann ist denn das Schiff geklaut worden? Aber wie lange seid ihr hier, eins von beiden? Mehrere Tage, glaube ich. Mehrere Tage, okay. Wie lange, kann man eine Abschätzung, wie lange man nach Rachanakisa braucht? Ja, lange. Also die sind vorneweg eine Woche unterwegs. Also unendlich Zeit hat man nicht, aber... Also die sind vielleicht mit ganz viel Glück jetzt schon da, wo sie sein wollen und müssen erst noch zurückkommen. Wenn die Wasser mitspielen, ja. Also sie sind dahin gesegelt, um einen Drachen, blütigen Drachen zu finden, um hier weiterzukommen, das Ding zu finden. Okay. Ja, das Ding. Also ich meine... Wisst ihr was von dem Ding? Fernglas hätten wir ihnen jede Menge geben können. Also es... Die suchen Fernglas? Irgendwas, um in die Zukunft zu gucken oder weit weg oder was weiß ich. Wisst ihr denn, wo das gesucht wird? Genauer hier. In der Stadt. Ja, so weit waren wir schon. Aber wo in der Stadt? Habt ihr was mitbekommen? Keine Ahnung. Also ein paar von den anderen Schiffen legen verdächtig häufig im Westen an, obwohl da nichts ist. Aber, also Tempel. Aber wenn die so drauf sind wie wir, wüsste ich nicht, was die da wollen. Für Vergebung beten? Seine Matrosenkumpanen, die im Übrigen Merosi ist, neben sich an, ist die Antwort, die er bekommt. Hm. Ja. Ist lustig. Okay. Ich glaube, viel, also zu meinen beiden Begleitern, ich glaube, viel erfahren wir von dem nicht. Mehr. Mehr, wir haben ja schon. Was meint ihr mit einem Fernglas oder etwas, das in die Ferne oder die Zukunft sehen kann? Weiß nicht, das wollten die haben. Also die haben gesagt, weil der Captain hat gefragt, wozu braucht ihr mein Schiff? Und da haben sie gesagt, wenn du willst, dass dein Schiff bleibt, dann kommst du mit oder so ähnlich. Und dann hat er gefragt, ja, aber warum? Und dann haben die gesagt, na, weil uns geht die Tür nicht auf. Also nicht mit den Worten, sie haben irgendwas von... Keine Ahnung. Ein Tor? Portal? Portal? Irgendwie sowas haben sie gesagt. Ich glaube, Tor haben sie gesagt. Und was hat das mit dem Fernglas zu tun? Oder? Das liegt dahinter. Das liegt dahinter. Ja. Ah. Okay, sie brauchen also den Drachenblut, um das Portal, die Tür zu öffnen und dann an das... Okay. Sie haben buchstäblich mir mein Leben weggenommen, weil sie eine Tür nicht aufkriegen. Das tut mir wirklich sehr leid. Naja, aber wenn dein Kapitän mit dem Grauen Fürst zurückkommt, kannst du doch wieder anheuern. Ja, wenn. Weiß ich, wann das passiert, wenn das passiert. Wenn er nicht zurückkommt, dann ist er unterwegs wahrscheinlich zu den Fischen gegangen und dann kannst du froh sein, dass du hier bist. Hat einen Punkt. Und Zusammenarbeit mit diesen Sandläusen will man eh nicht. Nee, das stimmt. Kommt nichts Gutes darum. Sind, aber die haben zu wenig Wasser um sich rum, sag ich immer. Das macht dieser ganze Sand, das macht was im Kopf, sag ich euch. Nicht gut, das ist nicht gut. Wäre lieber mit meinem Schiff untergegangen, als hier unterzugehen. Ihr findet bestimmt noch ein neues Schiff. Ja, darauf trinke ich. Neues Schiff. Ja. Aber vielleicht gehen wir doch noch in den Tempel. Und wenn da so viele Schiffe im Westen, meine Tempel, dann vielleicht findet ihr da ein Schiff. Weiß nicht, ob ich auf dem Schiff anheuern sollte, wie viele im Tempel sind. Bin ich nicht so oft. Kann ich verstehen. Diese Götter, was haben die schon für uns gemacht? Ja, nichts als Ärger. Ja. Na gut, es ist schon, wir müssen weiter. Trink auf, guter Mann, Frau. Gut, trink auf. Woran erkenne ich das? Ich weiß es nicht. Person. Trink auf, gute Person. Das geht immer. Ja. Und was heißt das? Wie auch immer. Ich habe entweder zu viel oder zu wenig getrunken. Der Drache wird komisch. Ich sollte mal schlafen gehen. Das ist vermutlich auch eine gute Idee. Vermutlich habt ihr zu wenig getrunken. Super wankend auf. Ruft es nach vorne zur Theke. Setz es auf unseren Deckel, ne?
Captain bezahlt, wenn er wieder da ist. Und versucht irgendwie die Treppe hinzukriegen. Das heißt, der scheint hier zu pennen. Mhm. Mhm. Okay. Kannst oder er geht gerade die Treppe hoch irgendwo hin. Aber ja. Aber das irgendwo ist er ja doch im Hinterhof und nicht die Treppe hoch. Aber es kann natürlich sein, dass er einfach irgendwo hingeht. Ja. Vielleicht glaubt er auch einfach nur, dass er hier pennt. Gut. Wollen wir uns nochmal die Lagerhäuser angucken? Mhm. Weil irgendwie ist mir noch nicht ganz schlüssig, wo wir mit der Tür weiterkommen. Oder was ist mit der ganzen Tempelsache? Dass die da drüben anlegen, obwohl das keinen Sinn für sie macht, weil es... Ja, also wir werden da auf jeden Fall hin müssen. Ich möchte ganz gerne schon vorher vielleicht wissen, auf was wir uns da einlassen oder welchen Tempel genau oder was auch immer. Ich hoffe mir, dass wir vielleicht in den Lagerhäusern noch irgendwas Informationen kriegen können. Die Lagerhäuser oder zumindest ein Teil dieser Lagerhäuser ist nicht in der Nähe da von dem Tempel Kai oder wie auch immer man das nennt. Nee, die sind hier, wo ihr seid. Also ihr seid quasi im südöstlichen Teil der Stadt unterwegs und die Tempel sind, wie man auf der Karte ja vielleicht dann noch sieht, mehr so Nordwesten so ein bisschen verteilt. Also nicht alle, es gibt überall religiöse Anbetungsstätten in der Stadt, aber die Haupttempelanlagen sind auf diesem Hügel, der mitten aus der Stadt rausragt. Mhm. Also, Bahnhäuser, genau, die sind hier in der Umgebung. Wollt ihr euch denen einfach nähern und gucken, ob die irgendwie einen Empfang haben? Oder wie habt ihr vor euch da? Was haben wir denn für eine Tageszeit? Ich würde gerne Jellic losschicken und ihm sagen, find mal den Karren, den wir vorhin gesehen haben. Und führe mich dann dahin. Flieg! Flugtier ist praktisch. Während du einen Perception-Wurf für dein Flugtier machst, wir haben jetzt so grob Nachmittag. 17 plus 2. 19 gewürfelt für Jellic. Mhm. Ja, das sollte kein Problem sein, dass ihr den aufspürt. Wie stehst du so in Verbindung mit deinem Familiaren? Siehst du durch seine Augen oder ihre Augen? Nein, kommt wieder und führt mich dann dahin. Alles klar. Dann wirst du noch einen Moment warten müssen, bis er wiederkommt. Jeden Moment. Ist gleich wieder da. Ja, aber dann gehen wir doch einfach mal in diese Richtung, weil da sind ja ohnehin zwei von den Lagerhäusern. Mhm. Genau. Und dann irgendwann kommt der Pseudodrache wieder angeflattert und kann dir relativ gut beschreiben, hat es einen Moment lang verfolgt, wo die langgelaufen sind, so durch. Der Wagen ist relativ breit und ist halt mit Kisten beladen hauptsächlich. Und deswegen müssen sie Straßen nehmen und können nicht irgendwie durch so Nebenseitengassen oder so verschwinden. Und deswegen kommt danach eigentlich nur eins von den beiden Lagerhäusern in Frage, weil das irgendwie an der Straße liegt, an einer relativ breiten. Gut, dann folge ich Jellic dahin und zeige dir. Also, damit hätten wir es ein bisschen eingeschränkt, oder? Ich würde sagen, sehr eingeschränkt. Und was machen wir jetzt? Hat es Fenster, das Gebäude? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Also wenn man davor steht, würde man das bestimmt sehen. Ja, wir gehen ja dahin. Ja, okay. Möchtet ihr das heimlich tun oder möchtet ihr einfach so durch die Straßen schlendern? Ich würde, also wie leer oder voll ist es denn hier? Fällt man auf, wenn man hier zu dritt längs geht? Fallen wir auf, wenn wir jetzt zu dritt längs gehen? Also Günoy fällt wohl auf, ja. Durch seine Statur und sein Tier. Aber es ist nicht Leute leer, wie man das sagt, richtig. Vorschlag. Ihr könnt sicherlich unauffälliger euch bewegen. Günoy hat vorhin irgendwas von Klettern gesagt. Der geht vielleicht über die Dächer oder sowas. Und ich laufe hier ganz normal. Ich bin auffällig, aber die meisten Leute denken sich dann in der Regel einfach nur, was für ein komischer Koboldspinner. Und dann sind sie von euch abgelenkt. Idee? Das ist großartig. Ich finde, wir teilen uns auf. Günoy, du gehst übers Dach, ich gehe durch die Parallelgassen und Merku, du schleichst einfach hier vorne bis nächstes Fenster. So. Ich habe nicht gesagt, dass ich schleiche. Ich gehe da hin und lenke sie ab. Dann geht ihr und schaut rein. Ja? Ja.
Ihr wisst ja nicht, was das war doch nur... Aber ich find's das... Ewigkeit steht mir bei. Ich gehe dann jetzt mal. Ich drehe mich um und mit den ganzen klackernden, beschnitzten Knochen und dergleichen marschiere ich los. Dann bleibe ich noch mal kurz stehen. Ich kann auch gerne Büro mitnehmen. Das wäre gut. Ne, der schleicht nicht wirklich gut. Dann komm, Boro, du bist wunderbar warm. Ich lege einen Arm über Boro. Geh mit Naku. Ja, so ist gut. Du kannst doch immer noch auf ihm reiten. Das finde ich, wir sagen ja auch nicht, oh, du könntest doch mal auf Kling reiten oder auf Günoi. Boro und ich, wir sehen das, denke ich, anders. Und abgesehen davon, er ist einfach wirklich warm und flauschig. Toll. Ja. Wahrscheinlich könnt ihr beiden auf jeweils einer Schulter von Günoi stehen. Ja, also vermutlich. In dem Sinne wäre das schon. Wir können zusammen auf ihn reiten. Also ich. So, ich marschiere auffällig und klackernd mit einem großen Hund, auf den ich eine Hand gelegt habe und dessen Körperwärme ich versuche offensichtlich zu absorbieren, dahin. Und wenn wir kein magisches Portal finden, dann werden wir danach als Freistädter Musikanten auftreten. Sehr gut. Juhu. Ja. Ich würde dann schauen, dass ich, weiß nicht, so ein bisschen in den Gassen, die vielleicht parallel dazu laufen oder sowas, mich ein bisschen im Schatten dem Gebäude nähere. Alles klar, dann gib du mir doch mal einen heimlichen Heimlichkeitswurf. Das wird großartig. Ja, Mairi, warum nicht? Kann mir einen Animal Handling Check geben. Und was hat Günoi so vor? Eigentlich auch tatsächlich erstmal um das Gebäude drumherum, auch Parallelgassen gucken, ob es irgendwie tatsächlich irgendwelche Zinken, Bandenzeichen gibt. Und wenn sich die Möglichkeit gibt, irgendwo aus einer Seitengasse aufzusteigen, dann halt hochklettern. Aber zuerst würde ich auch erstmal heimlich sein wollen. Okay. Ich bin zwar groß, aber ich bin ja keine wirklich besondere Spezies und sehe auch irgendwie aus, als könnte ich hier arbeiten, was ich auch durchaus schon getan habe. Das ist wahr, das auf jeden Fall. Ja, gib mir aber doch trotzdem mal einen Wurf auf Perception, bitte. Erstmal auf Perception, jawohl. Ja. Das ist die 14, 15, 17. 17, alles klar. Animal Handling? Naku? Dreckige 20. Okay. Ja, ihr seid beste Freunde. Und Kling? Heimlichkeit, auch eine dreckige 20. Wow, okay. Also ihr seid die richtigen Leute für den Job. Das ist voll offensichtlich richtig. Ja. Ich und Boro sind beste Kumpels. Die Größenverhältnisse stimmen nicht ganz, aber ja, Fantasy und so. Also, gewandt schleicht ihr zwei beiden, also Günoi und Kling, euch durch die Gassen, während das mit dem auffällig unauffällig sein und Leute ablenken mit der riesen, also der Größenvergleich riesigen Bulldogge super funktioniert. Und Boro scheint auch gut mitzumachen und scheint irgendwie Spaß daran zu haben, immer mal so zu tun, als würde er weglaufen wollen und dich aber nicht wirklich hinter sich herzieht oder so. Was dann auffällt, vor allen Dingen Günoi, der da ausschaut, nachhält, nach den Zeichen, also Gildenzeichen oder irgendwelche Anschlagzeichen. Es gibt hier viele, weil Grenzgebiet heißt doch immer, alle möglichen Banden, die man noch nie gehört hat oder die man sehr gut kennt, machen überall ihre Zeichen dran, die anderen kratzen die ab, machen ihre drüber, halt das ganze Spiel, um Bescheid zu sagen, wer hier gerade was zu sagen hat. Was dann aber interessant wird, als du näher an das Lagerhaus kommst, ist, dass dass es da auf dem Gelände verlassene Karren gibt, die auch Zeichen haben, aber keine Gildenzeichen aus der Stadt, sondern eher so Zeichen, die du von Schiffen kennst. Okay. Dieselben? Also jeweils dieselben Zeichen? Ach so, unterschiedlich. Also an einem Karren gibt es jeweils mehrere, ist das Interessante. Ah, okay. Ja, also dann da hat man dann so Zeichen, die irgendwie so ein Säbel sind, also so ein Entermesser,
mit irgendwelchen Sternen drüber. Man hat irgendwie so einen Knochen, wo eine Sonne drüber aufgeht, alle möglichen verrückten Dinge, die man so schicken kann. Weil tatsächlich, wenn es viele Piraten gibt, ist witzig, wenn man die Schiffe alle einzeln branden möchte, gehen einem irgendwann die Zeichen aus. Also die üblichen sind relativ schnell weg. Also ich glaube, Kling lässt sich gerade ein bisschen ablenken und hat einen Gefallen dran gefunden, teilweise diese Zeichen wegzukratzen und mit dem jeweiligen Zeichen der rivalisierenden Gang zu übermalen, einfach um dort für ein bisschen Chaos zu sorgen. Nicht mit unserem Zeichen, sondern jeweils mit der rivalisierenden Gang dort. Ja, aber das ist doch gut. Gib mir doch mal, was würde man da machen? Ein Sleight of Hand-Wurf, ja. 17. 17, ja, das funktioniert überraschend gut, weil man hat ja Vorlagen. Also du kannst dann einfach ein Stück weitergehen und denken, so, oh ja, ich nehme das, was da hinten ist. Mit Messer dann schön dann wegkratzen. Zumindest neues Eigenkratzen. Ziemlich authentisch aus. Okay. Ja, vermutlich wird trotzdem diese Truppe aus Hund und Kobold irgendwann mal angesprochen werden von Leuten. Kann man euch irgendwie, also hier wird gearbeitet und ihr steht im Weg. Oh, Entschuldigung, das hatte ich gar nicht vor. Aber ich und mein guter Freund Bro hier haben uns vielleicht ein kleines bisschen verirrt. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin neu in der Stadt und ich bin auf der Suche nach Magie, die meine Fähigkeiten und mein Bewusstsein erweitern könnte. Speziell die von jenen stammen, die viele meiner Art verehren. Die Drachen. Ah. Ja, bei Bewusstseinserweitern war ich woanders. Oh, nein, das mache ich auch. Alles gut, das kann man hier bestimmt. Würde ich aber niemals sagen, in der Nähe von einer Wache. Keine Sorge, ich habe eine gute Nase. Ich finde das schon, wenn ich was brauche. Gut. Aber trotzdem. Ich weiß nicht genau, wo ich hier bin, aber es gibt hier niemanden, der irgendwie darauf etwas verkaufen würde oder davon Ahnung hat oder irgendwo Artefakte vom Karren gefallen sind oder so. Artefakte vom Karren gefallen sind? Sagt man das nicht so? Sind sie vom Pferd gefallen? Sind sie vom... Ich weiß es nicht. Artefakt gesehen, was irgendwo runtergefallen ist? Ihr habt noch kein Artefakt gesehen. Schon. Vielleicht liegt es da dran. Oh, trauriges Leben. Ganz ohne Magie. Also ich sag mal, siehst jetzt nicht so aus wie von den Wachen. Ach, nicht wirklich, nein. Ich weiß das nicht genau. Ich habe mit den Wachen auch noch nicht so viel zu tun gehabt. Aber ich gehe davon aus, dass du weißt, wie Wachen aussehen, und dann bin ich wohl keine. Ja. Also, wenn du Interesse hast an Dingen, die dich bewusstseinstechnisch weiterbringen, kommt es immer auf den Preis an, ne? Ja. Also Drogen, keine Artefakte. Gut. Nein, daran habe ich gerade nicht so großes Interesse. Na, also, aber danke fürs Angebot. Ich tätschel sein Knie. Ja, bitte. Wollte nur sagen, wenn man nicht so drauf achtet, wo Sachen herkommen, und sind ein paar Käufer abgesprungen. Wir machen eine Auktion. Nur morgen wahrscheinlich. Eine Auktion? Was ist Auktion? Man steht rum. Weiß ich auch nicht so. Ich bin hier, ich räume die Sachen rein. Leute stehen rum, schreien irgendwas und irgendwann sagt einer, verkauft, und dann bekommt man Geld und bekommt eine Kiste. Das ist wie ein Trachkatsche, wo eine Gruppe Leute Dinge bringt und die andere bietet darauf, und wer das meiste Geld bietet, bekommt das Pferd. Pferde haben wir keine. Ja, nein. Ich kenne das nur mit Pferden, aber dann dagegen. Ich hab's verstanden. Auktion. Morgen. Hier in der Gegend? Ja, hier. Musst du, also wenn du, siehst sehr exotisch aus, wenn du Geld hast, was wir nehmen, kommst du einfach morgen Abend hierher. Ich habe Geld und Gold, das einfach so aus dem Boden roh ist. Nehmt ihr das auch? Nee, muss schon so Stempel drauf sein und so. Nee. Ja, ich werde mich darum kümmern. Danke. Morgen. Tauschen machen wir nicht übrigens. Nur Gold.
Dachte ich mir schon. Alles gut. Danke, mein Guter, danke. Ich glaube, du hast uns sehr weitergeholfen. Ich tätschte nochmal sein Knie und sagte, wir gehen aus dem Weg. Wir wollen die Leute hier nicht stören bei der Arbeit. Und stelle mich dann an eine Ecke, wo schaue mich um, ob ich irgendwie meine Verbündeten sehe und pfeife vor mich hin. Ja, während dieser ganzen Aktion, das würden deine beiden Verbündeten nämlich sehen, dass da also eine Person, die an dem Warenhauseingang vorher stand, sehr stark abgelenkt wird, aber andere auch, weil die gucken und ja, wenn der Aufpasser nicht aufpasst, dann arbeitet man halt eher nicht mehr so. Es gibt auch Fenster tatsächlich, das sind mehr so verschlagartige Löcher in der Wand, wo jetzt Günoy vermutlich nicht durchpasst, aber Kling vielleicht. Kann man denn erstmal reingucken, möglichst unauffällig? Das kann man tun. Drinnen ist relativ dämmerig, was keinen von euch stört. Sind ja keine Menschen anwesend, sozusagen. Und es ist ein Sammelsurium von verschiedenen Kisten hauptsächlich. Es liegen einige Dinge auch so rum, hauptsächlich sowas wie Gemälde oder Kunstgegenstände aus verschiedenen Edelmetallen. Aber das meiste ist einfach in solchen Holzverschlagkisten organisiert. Es wird mir jetzt von da, also wenn ihr durchs Fenster spielt, nicht unbedingt sehen, aber die Interpretation liegt sehr nah, vor allem wenn man das kennt, dass auf den Kisten dann entsprechende Symbole angegeben sind, damit man weiß, von welchem Schiff die kommen. Und die entsprechenden Leute, die auf bestimmte Lieferungen warten, sagen dann nur, was es für ein Symbol auf der Kiste ist, sozusagen. Das Lagerhaus selbst hat das vorne ein größeres Tor, wo man irgendwie Karren durchfahren kann. Ja. Irgendeinen Seitenhintereingang? Ist das anderthalbgeschossig oder sogar noch höher? Es ist anderthalbgeschossig. Also sieht ein bisschen aus wie eine Scheune mit einem Heuboden. Und ein Seiteneingang wird das vermutlich auch haben. Also irgendwo hinten im hinteren Teil. Der hintere Teil ist auch der, wo man reinguckt. Also es ist tatsächlich, es gibt so eine Trennwand, die sich vielleicht verschieben lässt. Also sieht zumindest so aus, als wäre da eine Schiebetür eingelassen. Und im hinteren Teil jede Menge Kisten. In dem vorderen Teil, wenn man, also das sieht dann vor allen Dingen Naku wahrscheinlich ziemlich gut, ist mehr so, also es ist halt, steht ein Tisch an der Seite und ist relativ leer. Also relativ viel Platz und relativ leer. Wenn man jetzt Stühle reinstellt, könnte man auf die Idee kommen, dass man da so was wie eine Aktion abhalten kann. Ja. Ja, dann würde ich langsam mal wieder von da weggehen, so dass Naku mich sehen kann, dass ich weggehe und wohin ich weggehe. Aber nicht unbedingt mitten durchs Blickfeld. Wenn ich das dann tatsächlich bemerke und ich gerade von Buro oder Jelek oder sonst irgendwas abgelenkt bin, warte ich noch einen Moment und dann tapse ich ungefähr in die Richtung hinterher und versuche, Günoy aufzutreiben. Ja, ich meine, ihr, du und Buro, ihr seid mega Freunde. Natürlich wird er dich darauf aufmerksam machen, dass Günoy da gerade unterwegs ist. Nachdem ich da reingeguckt habe, bin ich noch beschäftigt, weitere Gildenzeichen zu übermalen und verpasse fast, dass die beiden abhauen. Nur aus den Augenwinkel noch zu sehen, wie sie dann schon fast weg sind und dann lasse ich das plötzlich meine Aktivität ruhen und renne hinterher. Hey, wartet doch auf mich! Hey. Ja, einfach mal um eine Ecke und stehen bleiben. Morgen Abend gibt es hier Boschadjelek eine Auktion. Boschadjelek ist was für eine Sprache? Es ist, wirst du wahrscheinlich auch verstehen, weil es Kani ist. Ist Kani, okay. Das versteht ihr beide sogar. Ja, verstehen wir alle. Also die anderen beiden so. Boschadjelek, eigentlich eine Pferdeauktion, wo Jährlinge versteigert werden. Okay. Aber nicht mit Pferden, sondern mit Dingen, mit Artefakten wohl. Dingen, wie sie vermutlich hinten in der hinteren Hälfte des Lagerhauses sind. In den Kisten größtenteils. Ah. Das heißt, die Sachen sind schon hier.
Was auch immer hier ist, ja. Das heißt, wir hätten bis morgen Abend Zeit, um zu schauen, bevor das Zeug verkauft wird. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir das Geld haben für eine Buschazilik. Wir können ja vorher quasi eine Qualitätskontrolle durchführen und erstmal überprüfen, ob irgendwas davon wirklich interessant ist. Mhm. Ob es sich lohnt, zu investieren und gegebenenfalls, wenn die Sachen eh nicht denen gehören. Ich denke, das könnten wir machen. Es gibt einen Hintereingang, es gibt Fenster oder Fensteröffnungen, wo ihr zumindest durchpasst. Die Tür hinten, selbst wenn sie ein Schloss hat, sollte wahrscheinlich weder für Kling noch für mich irgendwie ein Problem sein. Und dann können wir tatsächlich heute Abend vielleicht schon schauen, also eine Qualitätskontrolle durchführen. Recherche. Was der Zoll so alles an komischem Zeugs in die Stadt lässt. Genau. Man muss ja wissen, bevor man an so einer Aktion teilnimmt, was es da gibt. Und ich glaube nicht, dass wir es bezahlen können. Also ich glaube, das sind immer mindestens dreistellige Goldbeträge. Aber falls da was für unseren Auftrag relevant ist, dann leihen wir uns das einfach aus. Du meinst, die Steppenfüchse sind so flüssig? Nee, wir leihen uns den Gegenstand aus. Er wollte damit sagen, wir klauen. Klauen klingt so hart. Wieso? Wir übertragen das Eigentum von denen zu uns. Das klingt viel besser. Du meinst, nein. Doch. Du meinst so ähnlich wie das komische Anwälte tun. Nein, das klingt nicht gut. Klauen klingt so verbrecherisch und illegal. Außerdem, wer sagt denn, dass die Ursprungseigentümer sind, die da das Zeug hingeschafft haben? Das ist nämlich ein neuer Punkt. Ich wette, das ist von Piraten hierher geschafft worden. Die haben das selbst Gut, dann sagen wir einfach, wir nehmen es. Und solange wir uns einig sind, dass es darum geht, dass wir es hinterher haben und vorher nicht. Wir retten es. Ah! Lass es auf retten einigen. Ihr wartet quasi bis heute Abend? Wollen wir noch bei den Tempeln vorbeischauen? Das könnten wir eigentlich machen. Warum die da immer gucken? Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Sonne untergeht, oder? Das wird natürlich dann ein bisschen. Habt ihr einen sehr aktiven Tag, aber das kriegt ihr schon hin, ja. Wir sind doch sehr aktive Personen. So, wie ist der Fußweg auf die andere Seite von diesem Wasser? Ich habe gelernt, dass der meistens sehr, sehr, sehr viel länger ist, als wenn man übers Wasser gehen könnte. Ja, aber es gibt diverse Brücken hier, die sieht man. Das ist nicht so das Problem. Sowas bräuchten wir auch übers Meer. Gibt es sonst eine Art Fähre, die uns direkt rüberbringt? Also hier sieht es doch momentan aus, als würden es Brücken tun. Gibt's bestimmt. Also ihr könnt bestimmt irgendwie irgendwen sagen, hey, wir wollen, spiel mal Taxi. Das wird in der freien Stadt, ist das mit Sicherheit üblich, das auch mal zu machen, weil es gibt Leute, die einfach keinen Bock haben und man kommt mit dem Schiff fast überall hin. Also könnt ihr auch das. Wir nehmen die schnellstmögliche Option. Das wird vermutlich in dem Fall laufen sein. Sonst muss man warten, bis sie ablegen und so. Aber da laufen wir. Ist kein Problem. Ihr kommt irgendwann an. Tempelanlagen gibt es hier tatsächlich relativ viele. Das war, wenn ich das richtig noch verstanden habe, nicht unbedingt euer Ziel, euch die schönen Tempelanlagen der Stadt anzugucken, sondern eher zu gucken, was zwielichtige Gesellen, die von Schiffen steigen, hier so vorhaben. Mhm. Und wo hier jetzt genau Schiffe anlegen, ob die das offen tun, ob sie gleich in irgendwelche Schuppen fahren und wenn da dann tatsächlich zweifelhafte Leute wie Piraten dann in irgendwelche Tempel gehen, die so unpiratisch daherkommen. Mhm. Also ich würde jetzt erstmal sagen, alle Tempel kommen unpiratisch daher. So. Könnte sein, dass es einen Piratentempel gibt. Könnte sein, ja. Nicht hier, zumindest. Zumindestens. So frei ist die freie Stadt doch nicht. Richtig. Schiffe kommen ein paar vorbei. Ich meine, ihr habt ja dann jetzt auch nur ein paar Stunden Zeit. Piratenschiffe sind immer ja nicht ganz so einfach zu erkennen, sobald sie mal in der Stadt sind, von normalen Handelsschiffen. Das
ist ein bisschen Auflage, je nachdem, in welchem Teil der Stadt ist es wichtiger oder unwichtiger. Hier ist es ein bisschen wichtiger, dass die ihre Ziersegel abnehmen, zum Beispiel. Und viele halten sich da auch dran. Aber mit euren großartigen Perception-Würfen, die ihr schon so hingelegt habt, beziehungsweise den verschiedenen guten Würfen, die ihr schon so hingelegt habt, ist es kein Problem, zumindest ein, zwei Schiffe auszumachen, wo man sich denkt, sie ist nicht aus wie so eine Handelskogge. Das ist eher so, das könnten Luken sein, das könnten... zwei Luken zu viele dran hat. Ja, also Luken, nicht jetzt Kanonenluken, weil Schießpulver ist nicht, sondern die Luken sind eher so dafür da, dass man sie aufklappen kann, damit man schnell von einem Schiff aufs andere kommt. Oder wenn das Piraten sind, die richtig verrückt sind oder richtig viel Geld haben, dann hat man natürlich auch irgendwie Leute, die da magische Geschosse hin und her schießen können. Aber trotzdem, es könnten Luken sein, die sind ein bisschen arg weit oben angebracht, sind ein bisschen groß vielleicht. Und die legen nicht einfach an, sondern das ist mehr so, diese Tempelanlagen liegen auf einem Hügel, wie schon gesagt, und die verschwinden hinter dem Hügel. Möchtest du dein Fliegewesen nochmal hinschicken? Da müssen wir da nicht hinrennen. So, wonach soll Jellic schauen? Ja, da hier, wo die hinrennen, dahinter den Hügel mit den Tempeln, da verschwinden die dahinter. Dann müssen wir da nicht hinrennen und das ist nicht so auffällig, wenn du von oben beobachtest. Jellic kann aber unsere Sprache nicht sprechen. Es wird schwierig, hinterher rauszubekommen, was Jellic gesehen hat. Achso. Das ist unpraktisch. Kann er schreiben? Oh, das ist eine gute Idee. Jellic, flieg hin, schau, wo die hingehen und danach gebe ich dir was zum Schreiben und du beschreibst es uns. Ich hatte eine gute Idee. Flieg! Okay. Ich weiß, warum ich da anführe. Ja. Gib mir doch mal... Oh, das wirst du vermutlich nicht lernen. Ich glaube, das mit dem Schreiben, das lassen ohne wir Daumen und so. Gib mir doch mal einen Investigation-Wurf für Jellic. Elf gewürfelt und plus 3, 14 insgesamt. Ja, das ist gut genug. Kommt irgendwann wieder. So, jetzt die Frage, schreibt der oder malt der mir? Der kann drakonisch schreiben, also wenn ich das jetzt so bestimmen darf. Klar. Und ich gebe ihm halt einen Knochen und einen kleinen Kohlestift, wenn ich meine Schnitzerei normalerweise vorzeichne und dann kann er da mir eine Nachricht hinterlassen. Okay. Wie würde so ein Pseudodrache das ausdrücken? Also, er beschreibt dir, dass das Schiff, wonach er Ausschau halten sollte, legt an, da ist ein großer Platz. Viele Leute rufen. Leute so wie, und zeigt ihm wahrscheinlich so deutet mit der Schnauze eher auf Günner. Jellic schreibt, und dass das Schiff zu einem großen Platz wird, wo viele Merosi oder zumindest sehr, sehr große, kräftige Leute stehen und schreien. Was könnte das sein? Ich gucke über die Schulter auf den Knochen, den er beschrieben hat. Bist du sicher, dass das Merosi heißt und nicht... Ist da ein Markt in der Nähe oder sowas? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Merosi heißt. Das ist das Zeichen für... Doch, drakonisch ist eine ziemlich eindeutige Sprache, was sowas angeht. Gut, mein drakonisch ist tatsächlich ziemlich eingerostet, das stimmt. Gerade Kling, du bist schon ein bisschen länger in der Stadt, ne? Ja. Hallo übrigens an die Raider von Orkig im Geschmack. Aber sagt nicht Ork. Sagt nicht Ork, der Halborg reagiert empfindlich drauf. Merosisch im Geschmack? Merosisch im Geschmack? Merosisch schmeckt anders als Ork, definitiv. Das ist wohl so. Wir spielen hier übrigens auch D&D, ihr kommt ja gerade von D&D bei Orkig im Geschmack. Und wir spielen aber Fateforge, was ein französisches Setting bzw. auch ein bisschen ein Rework von D&D 5. Edition ist. Und es sind ein Goblin, ein Kobold und ein Merosi. Ein Halborg. Aber wir nennen ihn nicht so, weil er das nicht mag. Wo es Orks gibt, die gänzlich dem Krieg abschwören und so. Aber ja. Ja, und ich habe das Gefühl, mein Drachenfamiliar hat einen Football Feld beschrieben oder sowas, aber vielleicht wäre sich, wenn ihr euch in der Stadt ein bisschen besser auskennt als ich, was ich deutlich annehme, weil ich noch nicht lange in der Stadt bin, was könnte das sein?
was, also Football, das ist jetzt nicht, aber es ist ein Platz hinter, also hinter diesem Tempelhügel. Und das kennt man, wenn man irgendeine Zeit, also eine längere Zeit in der Stadt war, irgendwo, überall da, wo Plätze sind, versammeln sich manchmal Leute, um, sagen wir mal, für ihre fixe Idee, wie die Welt so funktioniert, zu werben. Ah, okay. Speaker's Corner. Ja, genau. Quasi. Und das funktioniert meistens so, dass dann mit ein, zwei Leute anfangen und dann ist, also wenn das nicht schnell genug aufgelöst wird, fühlen sich Menschen oder Leute im Allgemeinen dann eher so bestätigt, das dann auch zu machen, weil es gibt sehr viele verschiedene Ansichten darüber, was das so für Götter gibt und wen man eigentlich verehren sollte und sowas. Also da treffen sich immer mal wieder so ein paar Verrückte, die sich anbrüllen, welcher Gott denn der bessere ist und wie die Welt funktioniert. Dann wird das immer alles viel noch lauter, und die brüllen sich weiter. Ab und dann gibt es eine zivilisierte Schlägerei. Genau, genau, das passiert ja gerade wohl. Das kommt vorher. Hm. Habe ich ja nichts über für. Gerade die Diskussion über Götter, das ist eine verschwendete Zeit. Ja, aber naja. Schlägereien sind gut. Zum Zugucken, zum Zugucken. Aber dafür habe ich ja auch dich mit. Wette auf mich. Ja. Aber was machen die Piraten da? Was möchten die da diskutieren? Vielleicht mal hingehen und zuhören. Ja, das könnte spannend werden. Vielleicht suchen sie, ich meine, sie haben Drachenblütige aus dem Tempelbezirk, wenn ich das richtig verstanden habe, gesucht. Sie suchen also jemanden, der sich vielleicht einfach mit Religion auskennt, speziell mit Drachenreligion. Vielleicht sind sie so weit, dass sie nach jemandem Spinnerten suchen, der sich mit Drachenreligion auskennt. So verzweifelt, das kann natürlich sein, stimmt. Also, ich meine, ich würde da jetzt nicht drauf rumtrampeln. Unsere Auftraggeberin hat mich genommen. Ihr seht aber wenigstens aus wie ein Drache. Und ich kenne mich tatsächlich ein bisschen aus. Wollen wir da hingehen? Ja, definitiv. Das will ich mir angucken, was die da machen. Und wenn man ein bisschen Abstand hält, sind diese Diskussionen manchmal auch ganz lustig. Verrückt, aber lustig. Gut, gut. Ich marschiere wieder los. Meine Beinchen sind so kurz. Günther macht einen Schritt und ich muss hinterher. Ist bei mir nicht viel besser. Ja, also diese Speaker's Corner hört man auch schon von relativ weit weg. Und es ist keine Schlägerei im Gange. Noch versuchen sich aktuell 4 bis 5 Leute gegenseitig zu übertönen, indem sie erklären, und deswegen kann es nicht sein, dass damals vor 20.000 Jahren die Götter, die Reisenden erschaffen haben, und der andere, nein, so alt ist die Welt nicht, hört ihm nicht zu, hört mir zu, es ist egal, was vor 20.000 Jahren und so weiter und so weiter. Mach du erst mal. Oh, keine Leute anknurren, auch wenn sie brüllen, nein, aus. Gibt es irgendwas, also ähnliches wie Plakate, die Leute da teilweise auch irgendwie irgendwas Schriftliches stehen haben? Plakate weniger, weil das ja alles sehr aus dem Boden gestampft aussieht, zumindest hier. Aber es werden auf jeden Fall Flyer verteilt. Okay. Sind das tatsächlich Merosi, Orks oder einfach nur Großlinge im Vergleich zu... Auch, aber hauptsächlich Kernvölker. Aber der ein oder andere Merosi und auch der ein oder andere Hobgoblin ist da auch drunter. Mhm. Also eine bunte Mischung an allen Leuten, die es in der Stadt so gibt. Die Großen sieht man halt besser. Also es laufen auch Halblinge und Gnome durch die Gegend, aber die sieht man halt schlechter. Und Zwerge. Ich würde dann da mal Ausschau halten, in dem ganzen Tumult und Trubel, ob mir da eben so ein paar Leute auffallen, die so ein bisschen gewissen Piraten-Vibe haben. Mhm. Okay, du willst gerne Ausschau halten. Möchte jemand anderes noch was anderes tun? Ich glaube, ich bin ziemlich überfordert von allem, was hier rings um mich passiert. Lauter große Leute schreien Dinge, die ich nicht verstehe, aber ich starre in alle unterschiedlichen Richtungen und versuche irgendwie zu schauen, ob ich irgendwas mit drachengeborenen Drachen oder sowas auffange. Aber Am liebsten würde ich noch großes Schild malen. Irgendwie Tamarack was a good guy, change my mind, und das mal irgendwann hinstellen. Tamarack übrigens ist der Grund, warum Orks nicht so gut angesehen sind und Halborks ungerne Halborks genannt werden. Das ist der vor 1000 Jahren mal versucht hat, genug Leute die ganze Welt zu erobern. Ja,
genug Leute zu erobern, um eine Audienz bei der Schicksalsschmiede zu bekommen und dann letztendlich ein Gott zu werden, was ihm auch gelungen ist. Ja, er war in der Schicksalsschmiede und gleichzeitig ist seine Hauptstadt irgendwie entvölkert worden und zusammengebrochen und danach war er auf einmal ein Gott. Also er und seine Mutter, fairerweise, ist das, ja, was passiert ist. Ja, er ist Sturm jetzt? Ja, Sturm oder Wut oder Zerstörung, je nachdem, wo du in der Welt unterwegs bist. Und seine Mutter ist Nacht. Ja. Und ich werde Klinge sein. Hab ich auch gesagt. Okay, gib mir doch alle mal Perception-Würfe. Ein Perception-Wurf. Ich nehm ein Mittel. 14 erneut. Mhm. Das 14 ja, das gewürfelt. Ist bei mir nur 11. Mhm. 17. Okay. Das war alles relativ in der Range, wo ich es haben wollte. Es sind tatsächlich zwielichtige Gestalten zu erkennen, weil sobald die Leute vom Schiff kommen, sieht man, dass es nicht Händler sind. So wichtig ist denen das dann nämlich doch nicht. Und die sind viel, also die verteilen sich viel auf diesem Platz und verlassen ihn noch teilweise. Und eher die so ein bisschen aussehen, als hätten sie da was zu sagen, also so Quartiermeister oder so, die unterhalten sich mit ein, zwei Leuten, die aber jetzt nicht, also bestimmten Leuten, die haben jetzt keine Uniform oder irgendwas oder Zeichen an oder so. Und es sind keiner von den beiden, die ihr da sehen könnt, sind welche von den Sprechern, stehen aber um einen rum. Das passt auch für Naku ganz gut, weil das, du spitzt so quasi die Ohren, als einmal das Wort Drachenschuppe fällt. Und dann, ja, dann dreht man seine Aufmerksamkeit dahin und hört mal zu, was die da so erzählen. Und da schreit halt einer rum, so wie man es hier offensichtlich so macht. Naku, willst du besser sehen? Wirklich? Danke. Ich lege eine Hand vorsichtig auf Günois Kopf, damit ich auch ja seine Haare, weil ich sehe, dass er sehr viel Wert auf seine Haare legt. Ich verstehe das mit den Haaren nicht, also die Spezies, die sowas haben, aber es scheint wichtig zu sein. Keine Ahnung. Ich meine, es ist ja nicht so, als würden die nicht wieder nachwachsen. Das sind ja keine Hörner. Wie auch immer. Ich lege meine Hand sehr vorsichtig darauf, um mich festzuhalten und mit der anderen mit den Augen spähe ich und versuche rauszufinden, wer hat das mit der Drachenschuppe geschrien? Wer ist das? Ja. Ja, also jetzt, wenn du nach quasi ein Bird's Eye View hast, so ein Vogelperspektive einnehmen kannst. So muss ich Jellek fühlen. Ist es auch vorher nicht so aufgefallen, weil es ist tatsächlich ein Halbling, den du da siehst, auf einem so notdürftig zusammengeschobenen Podest irgendwie. Aber die Stimme von diesem Halbling ist relativ kräftig. Und er schreit was von den Abgesandten des Sterndeuters, die nach, und dann sind ein paar Worte unverständlich, und dann hörst du nur noch Drachenschuppen und Wasser, das nicht wie Wasser fließt. Oh, genau, ein bisschen nach links, geradeaus durch den Pulk dadurch. Am besten nehmen wir Klingen mit, nicht, dass wir den verloren, dass der verloren geht. Da ist ein Halbling, der hat gerade was von Drachenschuppen gesagt. Mhm. Ja, mal etwas näher ranschieben. Ein freundliches, wenn irgendwie Leute nicht weichen wollen. Ich von oben. Hallo. Die Piraten sind übrigens, also zumindest einer von den beiden, die da offiziersmäßig von diesem Schiff gestiegen sind, steht hier in der Nähe. Der andere nicht, der steht bei einer anderen Gruppe. Der in der Nähe ist, unterhält er sich gerade auch mit jemandem noch? Der unterhält sich gerade auch mit jemandem. Dann würde ich versuchen, unauffällig zu lauschen. Ich würde gucken, mir sein Gesicht einzuprägen. Alles klar. Ich nehme dann einfach deinen Perception-Wurf von eben, das ist noch nicht so lange her. Okay. Was höre ich meine Kognituren? Viele Sachen wieder gleichzeitig. Das Gespräch, was du belauschst, ist, also wird mit in so einem Flüsterton geführt. Und es geht darum, dass es möglicherweise neue Leute gibt, die Dinge beschaffen können, während die Wüstenleute nicht da sind.
Das kannst du hören. Es geht, also es ist viel Feilscherei. Also es geht wohl darum, dass irgendwer an Informationen gekommen ist, die er gerade versucht, meist bieten zu verkaufen. An Leute, die das interessieren könnte. Und die Person, mit der er redet, ist offensichtlich interessiert. Und weiß offensichtlich, worum es geht. Währenddessen... Klingt es so, dass der Pirat quasi die Informationen quasi weiterverkaufen will und der mir zuhört, quasi derjenige ist, der die Informationen haben möchte? Ja. Okay. Genau. Also es klingt so, also es ist ein Verkaufsgespräch quasi. Mhm. Es ist nicht so, dass die Piraten irgendwie offensichtlich in einem Auftraggeber zurückkommen oder so, sondern wie das aussieht, weißt du, weil es hast du selber oft genug gemacht und es oft genug Leute dabei belauscht, die das gemacht haben. Sondern da versucht gerade jemand Interessenten zu finden für etwas. Also mal zu gucken, was so der Marktwert ist von dem. Genau, wenn ihr näher kommt, also als zweistöckiger Musikanten von der freien Stadt, Freistädtler Musikanten, hört man natürlich dann immer ein bisschen mehr, wenn man näher kommt, und ist erkennbar, dass diese Gruppierung nennt sich die Abgesandten des Sterndeuters und verkünden das Wort von dem, der den Weg weist und in die Ferne blicken lässt. Und der ist wichtig für die Stadt, weil ein heiliger Ort von Mea Notzim, so nennen sie den, ist hier, in der freien Stadt, unter euch. Ihr wisst nicht, wie gesegnet ihr seid, als die, die fahren auf dem Wasser und blicken in die Sterne. Oh, hallo. Und quasi auf Augenhöhe in Kobold zu sehen ist, also über Augenhöhe, ja, weil du bist fast 2 Meter groß, ne? Mhm. Stimmt, und er ist ein Halbling und steht nicht sehr hoch, also guckt quasi in 2 Köpfe nach oben. Hallo. Mhm. Kann ich für euch was tun? Wollt ihr das Wort hören? Ja. Und die Dinge sehen? Absolut. Das ist ungewöhnlich und freut mich. Wovon soll ich euch zuerst erzählen? Also, was ist das, was sich hier in der Stadt befindet? Weswegen sind wir gesegnet, dass wir hier sind? Ein heiliger Ort. Oh, das klingt ausgesprochen spannend. Wisst ihr mehr darüber, was für ein Ort? Leider nicht. Also doch, was für ein Ort natürlich. Es ist ein Ort der Weitsicht und der Klarheit und des Wissens. Also ein Teleskop oder eine Bibliothek? Nun, ein Teleskop wäre ja kein Ort, das wäre eher ein Gegenstand. Oder? Wenn das groß genug ist, bleibt er meistens an einem Ort. Wenn das groß genug ist, ja. Aber sag, Prediger, wie können wir diesen Ort finden? Auf was für eine Pilgerfahrt müssen wir uns begeben? Oh, ihr könnt ihn finden, indem ihr glaubt. Und die Augen offen haltet nach seinen Zeichen. Was wären das für Zeichen? Wir nennen uns die Abgesandten des Sterndeuters. Sterne. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Vielleicht ist es nicht so offensichtlich, wie ich denke. Vielleicht sollten wir unser Handout-Material nochmal überarbeiten. Was meinst du? Ihr habt Schriftmaterial? Das wäre sehr praktisch. Ja, natürlich. Und zeigt dir das und es ist einfach so ein Pamphlet, quasi ist einseitig bedruckt und hat Sterne oben, die so verbunden sind, wie so Sternbilder, wie man das vielleicht so kennt. Sieht das tatsächlich gibt das aus? Gibt das irgendeinen Sinn? Ja. Irgendein Gangzeichen oder ein Logo oder einfach nur Sterne wüst zu einem Sternzeichen zusammen, oder kennt man das vielleicht sogar? Ist das sowas wie der große Wagen? Also es ist nichts, was man kennt, aber die Verbindungen sind sehr kleinschrittig. Es sieht fast so ein bisschen aus, naja, es könnte Zufall sein, aber es sieht fast so ein bisschen aus wie ein Labyrinth vielleicht. Also so ein Kreis und da drin ist wie so ein, weiß nicht, vielleicht kennt man das, wo man dann so den Ausgang finden muss und sowas. Interessant. Also, wir glauben, dass die Sterne den Weg führen zu dem, was Götter macht. Und das ist doch was Besonderes, oder? Und hier in der freien Stadt, ein heiliger Ort. Also ein heiliger Ort, der den Weg zur Schicksalsschmiede weist. Oh, das würde ich so nie in den Mund nehmen. Aber
Ich meine, du hast es ja gesagt, also ja. Kriege ich den Teil vom Gespräch auch mit, wenn ich belausche? Vermutlich. Weiß nicht, wie was so Genoes Stimmenlage also, ist. Primär, was der Prediger sagt. Ach so, ja, der ist den ganzen Tag am Schreien schon, der kann nicht laut. Okay. Ach, ich bin ziemlich hinhergerissen, wo ich gerade zuhöre. Verdammt. Ich belausche einerseits und versuche auch dazu zu hören. Also in erster Linie glauben wir natürlich, dass über die Sterne, je nachdem wie die stehen und so, da kommt dann Wissen von der Schmiede zu uns herunter. Weil natürlich hat keiner von uns vor, diese schöne Stadt zu zerstören oder andere Städte zu zerstören oder sonst irgendwelche Gräueltaten zu tun oder was auch immer nötig ist, um die zu sehen, wenn es sie dann überhaupt gibt. Aber wir glauben, dass sie nun, weil sie ja nahe bei den Sternen ist, wenn sie wirklich auf dem Mond ist, ne, dann... muss das Sternlicht, wenn es in bestimmten Konstellationen steht, fällt es auf bestimmte Teile und dann kommt es zu uns und bringt diese Informationen mit. Ist ganz logisch und einfach. Ich weiß nicht, warum die Leute das hier nicht verstehen. Ist der Sterndeuter irgendjemand Spezielles? Weil ich meine, ich komme aus Calgary und den Namen. Also Sterndeuter haben wir. Naja, genug. Also, ja, Dutzend billiger. Ja, und wenn du dir das Pamphlet, was Naku noch in der Hand hat, so anguckst, ist es auch eher so, also in dieser Welt, nicht in Fateforge, würde man wahrscheinlich Cultural Appropriation sagen. Also es ist mehr so, du bekommst gerade deine eigene Herkunft verkauft, als irgendwas, was nur diese religiöse Organisation hier machen kann. Ich versuche mir das vor allen Dingen anzuschauen unter dem Gesichtspunkt, ob das wirklich echte Konstellationen sind und wie stehen eigentlich gerade selber die Sterne und das vielleicht mit irgendwas mit unserem aktuellen Zustand des Himmels zu tun. Die Sterne, also meine letzte Nacht ist ja noch nicht so lange her, da hast du dich vermutlich auch schon mal damit beschäftigt. Ja, ich habe nicht rausgefunden, wie das mit dem in der Stadt übernachten funktioniert und bin nachts durch Parks gelaufen. Wie man das so macht. Wahrscheinlich auch nicht alleine. Aber es ist, zumindest sind das keine Sternbilder, die für dich so Sinn ergeben, dass man die hier sehen würde. Mhm. Aber ja, weiß nicht, vielleicht, wenn man sich viele, die man gut sieht, wegdenkt, die man schlechter sieht, vielleicht könnte das sein, ja. Also, dass sie weit, weit weg sind, sozusagen. Dass man da auf diese Fernsicht raus wollte. Ah. Aber Sterne, die man schlecht sieht, sieht man natürlich schlecht. Ist so das Problem. Das ist alles ausgesprochen seltsam. Vielen Dank für das Material, das Wort und euer Wissen. Aber ja, ihr seid, ehrlich gesagt, so die Ersten, die mir in den letzten 2 Wochen zugehört haben. Also außer den Leuten, die nichts für ungut, Horteller. Du bist immer sehr aufmerksam. Ja, wie auch immer. Hier in der Stadt, hatte ich ja gesagt, hier in der Stadt ist dieser heilige Ort. Und er ist dort, wo man ihn am wenigsten vermuten würde. Also so zumindest meine Theorie. Es muss ein besonderer Ort sein. Ein besonderer Ort, der nur nachts auftaucht. Worauf begründest du deine Theorie? Hast du eine Vision gehabt? Oder? Also erstens, hast du Wissen ausgewertet? Hast du die Sterne selbst gedeutet? Also erstens ist das logisch, weil tagsüber sieht man keine Sterne. Und zweitens, beides. Ich habe die Sterne gedeutet und eine Vision gehabt. Also gut, ich habe die Sterne selber gedeutet, aber die Vision hatte nicht ich. Die Vision hatte einer von unseren anderen Anhängern und hat einen Ort gesehen, in dem viele niedrige Verschläge sind und ein heiliger Ort, der nur nachts auftaucht, was ja Sinn ergibt, weil Sterne sieht man nur nachts. Ein Keller.
niedrige so Vorschläge. War es nicht. Nein, niedriger. Ich hätte gesagt, ich habe sie nicht, ja, nicht selber gesehen, aber ich hätte gesagt, Schuppen vielleicht. Mhm. Erneut, vielen Dank. Sehr ich lege mich nach vorne und flüstere Gnoi ins Ohr. Haben wir damit alles Sinnige, was in dem drin ist, aus dem raus? Glaub ja. Gut, dann haben wir Kling verloren? Kling! Kling ist da vorne. Ja, Kling! Genau, was du noch hörst bei diesem ganzen Verkaufsgespräch, ist, ja, dass die natürlich, bevor da Geld fließt, überhaupt nicht sagen wollen, wo, in welche Richtung das ist und so, weil das kann man sich dann begutachten, wenn man sie vorher bezahlt, sozusagen. Also nicht sozusagen, das ist das, was er sagt. Aber bei dem, du warst ja immer so hin und her gerissen und das sieht man ja auch mal die anderen, eher so die Schiffscrew, wo die so hin verschwindet. Und die verschwindet tatsächlich weiter nach Westen. Das ist der Ort, wo, was du weißt, wo du schon länger in der Stadt bist, eher so die arme Gegend, so die Slums und so sind. Okay. Gut. Ja, ich denke mal, irgendwann werden die ja mit ihrem Verkaufsgespräch auch durch sein. Mhm. Und dann werde ich mich dann wieder Richtung Gruppe orientieren. Und ist, ja, definitiv interessiert diese Person. Und wird gerade ausgehandelt, was die Informationen dann kosten sollen. Okay. Also, wenn ich wieder zurückkomme, also glaubt ihr das, was der Halbling da gesagt hat? Er hat ein paar ganz interessante Sachen gesagt. Also ich glaube, dass er wirklich daran glaubt und möglicherweise ist ein bisschen Wahrheit darin verborgen. Das wäre wirklich spannend. Ein Ort, der nur zu nachts und bei Sternenlicht erscheint, vermutlich. Das kann durchaus möglich sein. In einem Schuppen, sagte eine Schuppen. Vision. Oder Lagerhaus oder Keller oder kleine niedrige Verschläge, sagte er. Niedrige Verschläge. Klingelt es da bei mir mit einer Gegend, die eher ärmere Leute leben? Ja, genau. Weil niedrige Verschläge oder Schuppen ist so diese aus weggeworfenen Holzplanken zusammengezimmerte Gegend, könnte das sein. Wirklich so die leben, die das Stadtleben nicht verkraftet haben. Ich habe ja eben dem dazugehört, die haben übrigens bei uns gesprochen, glaube ich, der Pirat versucht, einen Käufer zu finden für seine Informationen. Aber wenn man sich mal seine Crew angeguckt hat, Teile davon, die sind gen Westen gegangen. Und? Und dort, gen Westen stimmt, die seid ja auch noch nicht so lange, sind relativ viele Verschläge, würde ich sagen. Arme Einwohner haben sich dort selbst was zusammengezimmert aus altem Holz und hausen dort. Das könnte mit diesen Verschlägen vielleicht zusammenpassen. Das klingt auch nach dem, was anderem, was er gesagt hat, nämlich an einem Ort, an dem man es am wenigsten erwartet. Wir hatten einen vollen Tag. Ich glaube, wir kriegen auch eine volle Nacht. Weil, wenn ich das jetzt richtig verstehe, befindet sich vielleicht unter den Sachen, die versteigert werden, ein Gegenstand, der uns helfen kann, um dann diesen Ort, der dort, wo die armen Leute leben, erscheint, zu öffnen. Oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Manchmal springe ich über ein paar Dinge hinweg und versuche eine Lösung zu finden, die nicht jeder nachvollziehen kann. Man aber so zusammensetzen, denke ich schon. Na, ich bin mir selbst noch nicht ganz so sicher, muss ich sagen, was wir im Lagerhaus finden, ob wir da was finden und wie es dann weitergeht. Aber ich denke, im Westen könnten wir das finden, worum es eigentlich geht, das Ziel sozusagen. Was wir im Lagerhaus finden, ob wir Informationen finden oder das, was uns hilft, das zu finden, wir werden sehen. Genau, da wollen wir ohnehin hin. Und das ist ja nicht das einzige Lagerhaus von den Piraten. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich denke schon, also weil da auch die Karren hin sind und so, also die ganzen geklauten Sachen. Also, aber ich finde es spannend, der Pirat hat über uns gesprochen, glaube ich. Er meinte, es gibt möglicherweise neue Leute, die Dinge beschaffen können. Das sind bestimmt wir. Die haben von uns gehört. Ich glaube, das heißt eher, dass es vielleicht noch andere Leute gibt, die dahinterher sind. Wir sollten vorsichtig sein. Vielleicht hat er das einfach auch gesagt, um den Preis hochzutreiben. Na, er hat über uns gesprochen. Wir machen uns einen Namen, ich sag's euch. Ihr habt schon Namen. Ja, aber ein wir werden bekannt. Ah, sag's mal gleich. Reputation.
Wir werden berüchtigt. Ich hole tief Luft und dann sage ich auf Kani, ja, guck mal, da geht's nicht denn. Redet gefälligst vernünftig mit mir. Wir können gerne komplett auf Kani wechseln. Von mir aus? Dann versteht uns auch keiner von den Idioten hier. Das ist ein guter Punkt. Hinter dir hustet ein Merosi. Guck mich gerade um. Du hast nicht gemeint. Ich drehe mich um. Dann versteht uns keiner von den Idioten hier. Dazu gehörst du offensichtlich nicht, weil du eine zivilisierte Sprache beherrschst. Mhm. Natürlich. Dreht's wieder um. Wollen wir sonst erstmal, solange es noch tagsüber ist, gucken, wo die genau hin verschwinden? Danke übrigens nochmal das Obst von vorhin. Ich glaube, ich habe jetzt raus, wie ich es esse. Einfach reinbeißen. Wollen wir kurz gucken, ob wir denen jetzt noch hier weiter nach Westen folgen? Oder direkt zum Lagerhaus? Ich entscheide gerade nicht darüber, wo wir hingehen. Ich sitze auf Günhol. Kennst du die Ecke da drüben? Nicht so gut. Oder? Kenne ich die wirklich? Ich denke nicht, dass ich das wie erstmal in der Westentasche kenne. Ich weiß, dass es die Gegend gibt, aber bin da bestimmt nur ein, zwei Mal gewesen, aber es ist nicht so, dass ich... Oh. Ja, genau. Du weißt, dass es die Gegend gibt, du warst da ein, zwei Mal, aber also was du auf jeden Fall weißt, weil das ist so quasi bekanntes Wissen im Untergrund, ist, wenn du in den Slums irgendwas vorhast, machst du das entweder heimlich oder es gibt da auf jeden Fall Leute, mit denen du reden musst, weil auch die haben sowas wie eine eigene kleine Hierarchie mit Leuten, die sie wählen und so. Okay. So eine Stadt in der Stadt sozusagen. Also im Zweifel könnte man vielleicht mit denen reden, was da los ist. Zum Beispiel. Okay. Das könnten wir aber vielleicht auch morgen machen. Ja, genau. Das wäre jetzt für mich nur relevant, ob wir jetzt noch schnell noch nachgucken müssen, wo die hingehen. Nicht, dass sie verpassen, aber wenn wir quasi auch nachfragen können, wo da was los ist, dann ist das vielleicht nicht mehr so zeitkritisch. Ich würde, glaube ich, gern jetzt mich einmal ein bisschen ruhig hinsetzen, ordentlichen Happen essen. Und dann ist es dunkel geworden und dann gehen wir los und gucken, die Qualitätsprüfung im Auktionshaus. Ja, ich finde, das klingt nach einem guten Plan. Der könnte von mir sein, der Plan. Ich glaube, der ist auch von mir. Es klingt hervorragend. Und ich lege meinen Kopf oben auf Günthers Scheitel und mache so leise. Also gut, dann lasst uns, würde ich vorschlagen, wir suchen jetzt einen ruhigen Ort, wo wir uns ein bisschen ausruhen können, was essen können. Und dann ist ja schon bald Nacht und dann können wir zum Lagerhaus. Was haltet ihr davon? Von meinem großartigen Plan. Klingt nach einem großartigen Plan. Ja. Okay, das wird kein Problem sein. Und ihr werdet. Ich hoffe, mich spricht unterwegs jetzt keiner an, warum ich irgendwie so eine fiese Koboldmütze habe. ob ich irgendwie Kobolde tot mache und sie mir dann als Hut aufsetze. Koboldmütze? Naja, dafür müsste ja. Also ich begründe einen neuen Modetrend, indem ich auf dir einschlafe. Die allermeisten Leute müssten hochgucken an dir, um das zu bemerken. Und wahrscheinlich sitzt dein Familiar noch auf dir drauf. Doppelkobold. Korrekt, ja. Wir sind schon ein Stapel. Wir sind noch irgendwie noch Bro und Kling drin unterwegs. Wie gesagt, im Zweifel sitzen sie beide auf seine Schultern. Einer links, einer rechts. Perfekt. Das ist kein Problem. Für die Nacht die Qualitätsprüfung am Lagerhaus, das ist natürlich dummerweise auch nachts jetzt nicht leer, weil... Das ist relativ offensichtlich. Die Auktion findet erst morgen statt, deswegen ist aber gerade nachts jetzt nicht so viel los. Ich nehme mal an, dass der Plan immer noch ist, dass ihr euch einschleicht. Ja. Also hätte ich gerne von irgendeinem einen Perception-Wurf, der aufpasst, dass euch niemand bemerkt, von irgendeinem einen Stealth-Wurf für die Gruppe und von einem anderen vermutlich Investigation wäre sowas Klassisches, was man macht, oder man versucht, die Leute abzulenken mit irgendwie Deception oder so. Da kann man aber ein bisschen kreativer sein. Selbstverständlich schleiche ich natürlich voller Selbstbewusstsein rein. Ich würde eigentlich auch lieber schleichen. Dann mach du. Als dann schleich du. Dann mache ich Investigation. Dann bleibe ich auf Günoy sitzen und schaue mich um.
Perfekt. Dann ist mir das ganz recht, dann würde ich sagen, dass du gehst vor, schleichst dich mal vorsichtig rein. Nako, du behältst das Ganze im Blick, stellst Schmiere und pfeifst dreimal, wenn irgendwas passiert. Und ich behalte hier erstmal den Überblick. Ich hätte eine 21 zu bieten. Natural 20. Okay. Ich habe nur eine 17. Das ist ein ziemlich guter Wurf. Natural 20. Und du warst, wenn ich es kippe, dann sieht man das nicht mehr. Du warst fürs Schleichen verantwortlich, ist das so? Nee, du Investigation. Warst fürs Investigation verantwortlich. Ja. Perfekt. Ranschleichen, es ist wirklich, es ist kein Ton. Kein Ton. Was auch daran liegt, dass Nako immer mal dir irgendwo am Ohr zieht oder so, wenn da gerade jemand auftaucht. Und ich habe in alle meine Knochen irgendwie so ein bisschen Watte oder so reingestopft, dass das nicht überall Klöcke die Klöcke macht in dem Moment. Perfekt. Hat's ja Zeit am Nachmittag quasi. Und Kling, du bist natürlich dann dafür da, erstmal auch zu gucken, okay, was haben die, gibt's irgendwie sowas wie Patrouillen, die werden ja nicht, das sind Piraten, die werden jetzt nicht regelmäßig irgendwo rumlaufen. Und was für ein Fenster könnte man am besten? Und dann fällt dir an dem Rand von dem einen Fenster so ein Schein auf. Das ist aber jetzt nicht irgendwie ein Lichtschein oder so, sondern es ist irgendwie komisch. Das Licht ist irgendwie gleichzeitig gelb, aber auch blau. Irgendwie magische Aura, irgendwas in der Richtung. Könnte man, also du bist jetzt nicht magisch begabt, aber vielleicht. Kann ich Nacken noch irgendwie darauf aufmerksam machen, was ich da gefunden habe? Dann würde ich das tun. Psst, ey, guck mal da oben. Und du als magisch begabte Person stellst fest, dass das, du musstest darauf aufmerksam gemacht werden und es ist für dich, also du siehst nichts, ist der Punkt, aber du spürst definitiv irgendwas. Wenn ihr mir ein bisschen Zeit gebt, kann ich schauen, ob da was Magisches ist und was. Sollten wir tun. Gut. Gibt es. Lass mich runter, Günoy. Okay. Dann würde ich Magie spüren als Ritual durchführen. Das heißt, Nako braucht 10 Minuten dafür. Und murmelt vor sich hin, tippt gegen mehrere von den beschrifteten Knochenstückchen, nimmt selber eins zwischen die Klauen und dreht das hin und her und murmelt. Und wenn in den 10 Minuten niemand auf uns aufmerksam wird und das Ganze unterbricht, schaue ich dann mal. Dann würde ich mich einfach auf halber Höhe, Kapuzenmantel ausgebreitet, damit auch das Gemurmel möglichst keiner hört und uns auch keiner irgendwie sieht. Ja, nur mit den Heimlichkeitswürfen ist das kein Problem. Aber jetzt sage ich dir nämlich natürlich, was du genau spürst. es ist seltsam. Es ist erstmal, würdest du sagen, irgendwie kommt auf jeden Fall nicht von hier, ist vielleicht irgendwie was Verzaubertes oder vielleicht auch irgendwie Transformationsmagie, bis du aber bemerkst, dass das sich so ähnlich anfühlt wie, also es gibt so Geschichten, auch gerade in den Khan-Steppen, von Wesen, die nicht unbedingt von hier kommen, also Feen und so. Und das fühlt sich sehr stark nach irgendeinem verzauberten Gegenstand und irgendwie feisch an. Und der muss nicht weit weg sein. Also ist er vielleicht in der Kiste drin oder so, aber relativ nah am Fenster. Da ist etwas, das mit Irjit, mit Feenmagie versehen ist. Ein Gegenstand, dessen Magie Dinge verwandeln kann, verändern kann. Auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Ist das eine Falle? Verwandelt das uns? Das kann ich nicht genau sagen. Aber wenn es darum geht, dass wir einen Schlüssel für ein Schloss suchen oder dass das eine Tür aufmacht, dann ist Verwandlung auch nicht schlecht per se. Und Feen sind nun mal Wesen, die aus einer anderen Welt kommen und mit Portalen verbunden sind. Also ich würde sagen, das sollte sich jemand anschauen. Vorsichtig.
Solange es uns nicht verwandelt, ist alles gut. Ich wähle mich durchaus auch freiwillig, das zu machen, aber ich komme da oben nicht hoch. Das ist kein Problem. Günther kann nicht werfen. Ist das Ganze auch in der Nähe der Hintertür oder müsste man da am praktischsten durchs Fenster rein? Hintertür wäre deswegen besser, weil wir da alle drei rein könnten. Also am direktesten ist der Weg durchs Fenster, aber es ist jetzt nicht so weit weg und Kling kann dir auch bedeuten, einen Moment abzupassen, wann man sich da an der Tür oder am Schloss oder so zu schaffen machen könnte, um da reinzukommen. Mhm. Also Naku kann dir relativ genau sagen, wo es liegt. Und weil ihr ja schon ausgespäht habt den Tag über, wie es da innen aussieht, ist es kein Problem, von der Tür den Weg zu dieser Kiste zu finden. Geht also beides. Hebt mich jemand zum Fenster hoch oder wollen wir alle durch die Tür rein? Wir sollten uns trennen. Nein. Warum bestehst du da immer wieder drauf? Also durch die Tür durch. Weil es effektiver ist, wenn wir uns aufteilen. Aber dann gehen wir alle durch die Tür. Dann können wir mehr Schaden anrichten. Stimmt. Also ab zur Tür. Nee, die Gruppe sollte grundsätzlich getrennt werden. Ich kann so oder so keine Türen aufmachen. Das muss eine von euch tun. Das kriegen wir hin, glaube ich. Ja. Ja. Kurz ist irgendwie so im Halbdunkel. Kann ja sein, dass das Ding überhaupt kein Schloss hat, aber dein Set oder mein Set? Nimm mal deins, du kommst ja besser ran von der Höhe. Ich gebe die Anweisung, wie es dann besser zu machen ist. Alles klar. Dann, das ist dann meine Formulierung 4, ich unterstütze dich. Dachte ich, ja. Ist gerade so ein bisschen, also man kann einen günstigen Moment abwarten, wo gerade niemand in der Nähe ist, was dann aber dazu führt, dummerweise, stellt man dann hinterher fest, dass die Tür tatsächlich verschlossen ist. Dann gib mir doch mal einen Wurf für deine Tools, also einen Geschicklichkeitswurf mit deinem Proficiency-Bonus im Vorteil, weil du Klingen hast, der dich mega gut berät. Ja. Also du hast das Gefühl, der kann besser darüber reden. Doch mal schauen, ich habe diese wunderschönen Fateforge-Würfel, die es in der letzten Auktion gab. Ja, richtig schön schwer. Eine 5 und eine 6. Das heißt, die 6 plus 3 plus 2 sind 11. Das muss schon ein eher schäbiges Schloss sein. Das ist ein Zeichen, wenn es um Feenmagie geht. Aber ich glaube nicht gut. Beeindruckend. Ich bin beeindruckt. Nicht. Ja, das ist auch ungefähr das, was Kling sagt, als die Tür dann nicht aufgeht. Ja. Doch das Fenster? Dein Set? Okay, dann probier's. Nehme ich mein Set. Okay, dann gib du mir jetzt aber einen normalen Geschicklichkeitswurf mit deinem Proficiency-Bonus. Ich streiche nochmal kurz meinen Silberlöffel in die Hand habe. Ja, aber wir machen das jetzt so und so. Nee, unterstützen wir dabei und wir machen das schon. So. Mein Geschicklichkeitsbonus, sagtest du, plus Proficiency? Dein Übungsbonus. Ja, genau. 12! Ja, also lag nicht an den Tools. Warte mal kurz. Aber als du so im Begriff bist, deinen Silberlöffel zu streicheln, ist dir so, als würde dich jemand fast schon so zum Fenster schieben. Okay. Ich bin mir überzeugt, dass diese Tür ein falscher Weg ist. Wir sollten uns, also ich muss mich nicht durchzwängen, aber wir sollten durchs Fenster gehen. Das ist der deutlich bessere Weg. Die Ahnen geben mir das als Nachricht quasi mit. Und die haben mich noch nie belogen. Wenn du das sagst. Du bist dir da sicher, dass das ein Hinweis der Ahnen ist? Also das jetzt tatsächlich auch wirklich bierernst. Ja, meine Ahnen. Dann werden wir darauf hören. Ja. Die andere Option ist, wir warten noch mal eine halbe Stunde. Das heißt aber, ich muss draußen bleiben und Schmiere stehen. Ja, beziehungsweise
wenn es zum Kampf kommt und wir eh aufgeflogen sind, mit Gewalt die Tür bearbeiten. Ja, das ist kein Problem. Ja. Dann das klingt auch so, als würde er das sehr ernst meinen. Die Tür sieht nicht so stabil aus. Ja. Gut, dann teilen wir uns hier auf. Ich habe einen zweiten Satz Diebeswerkzeuge, etwa so lang, leicht gebogen. Im Zweifel hast du deine Schulter. Das geht schneller, ja. Hm. Alles klar. Ich nehme an, du hilfst den beiden hoch. Gut. Also du setzt sie ins Fenster quasi rein. Ja, zumindest bei Naku, ja. Okay. Gehst du mit rein? Also Kling? Ja, ja. Alles klar. Als ihr beiden dann drin seid, also drin ist dunkel, das ist auch für euch wieder kein Problem. Mhm. Und Naku, du spürst immer noch diese Feenmagie aus einer Richtung, während Kling, du siehst einfach eine schemenhafte Gestalt neben einer Kiste stehen. Die, also Naku deutet so in eine Richtung, wo sie die Magie zu spüren gedenkt. Und neben einer von diesen Kisten steht ganz kurz nur so im Augenwinkel eine schemenhafte Gestalt und hebt ihn. Ich gebe mir gerade erstmal, während ich da reinkletter, gebe ich mir gerade selbst einen Pep-Talk, so Kling, jetzt kommst drauf an, jetzt musst du beweisen, dass du es kannst. So, jetzt streng dich richtig gut an und wir ziehen das hier durch. Moment, was war das? Ich gucke kurz hin, als dieses Wesen da sehe. Na gut, hast du das auch gesehen? Ha. Da war nichts. Nein. Ist erstmal ein bisschen beängstigend, weil du hast das auch gesehen und da sind ja vielleicht Leute drin, aber ja. Da war so eine komische Gestalt neben der Kiste. Neben der Kiste? So durchsichtig. Versuchen deine Ahnen dir vielleicht noch, war es eine Goblin-Gestalt? Nee. Also so habe ich meine Ahnen auch noch nie gesehen. Ich rede eher mit denen. Und die antworten mir auch. Also ist nicht so, dass ich nur mit denen rede. Dann weiß ich auch nicht, aber Vorsicht. Vorsicht ist vielleicht angemessen. Die Kiste da. Ja, ich bewege mich vorsichtig da hin. Die ist ja, wo ist die? Ist die oben auf dem Regal oder auf dem Balken? Oder weswegen ist die da so nah beim Fenster? Die steht auf einer, also das sind so quasi aufgeschichtet und die ist in der zweiten Reihe. Ist keine mehr drüber, glücklicherweise, aber. Dann steige ich langsam hin. Steige ich da vorsichtig, kletter ich da drauf zu, um sie dann zu öffnen. Oder mir zumindest anzuschauen. Als ihr beiden dann so den Weg vom Fenster zur Kiste überquert, hört ihr irgendwann so ein ganz leises Pochen. Tock, 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 tock. Von der Kiste oder von woanders? Könnte schon von der Kiste kommen. Die Kiste macht Geräusche. Und drückt dein ein Ohr dagegen, ob das von da drinnen kommt? Ja. Kommt definitiv. Es klingt so, als würde von innen irgendwas gegen die Kiste schlagen. In deine Richtung. Irgendwas Metallenes, würdest du sagen. Da bewegt sich was. Da ist jemand drin. Ist die irgendwie zugenagelt oder kann ich die einfach aufmachen? Wie groß ist die Kiste? Wahrscheinlich ein bisschen größer als du. Oh, okay. Ja, dann sollten wir gucken, wie wir zusammen diese Kiste aufkriegen. Aber vernagelt ist sie nicht mehr zumindest. Also irgendwer hat schon mal reingeguckt. Okay, wir versuchen sie aufzumachen. Ja. Denke ich. Ich habe ja Smith-Tools und Tinker-Tools und Woodcarvers-Tools. Damit kann ich ja bestimmt irgendwie was mit dieser Kiste machen. Was hast du denn für einen Eisenwarenladen dabei? Goblins, jede Menge Taschen und Rucksäcke. Fateforge Goblins, ohne Mist. Ich kann alles. Gib mir doch mal für die Kiste Stärkewürfe. Also nein, obwohl nein, ist ein doch, aber gib mir mal Stärkewürfe. Kann ich auch was anderes mit meinen Tools machen? Nicht gerade Stärke? Oh, ich habe sogar eine 10 insgesamt. Ich meine, ich habe zwar Stärke -3. Nee, ich habe -1. Also ich meine, du kannst, ja, ich würde sagen, okay, weil du kannst, weil du Goblin bist, in Fateforge unterwegs bist, statt deinem Stärke oder Geschick Rettungswurf, Intelligenz oder Weisheit. Genau. Nehmen. Und wenn du jetzt Tools benutzt, würde ich dir erlauben, einen Intelligenzwurf zu machen. Ach, sehr gut. Hat da nicht so viel geholfen, aber immerhin bin ich bei der 11.
Ja, also ich meine, ihr seid klein, die Kiste ist groß, aber mit den Würfen kriegt man das dann schon auf. Ihr so seid klein, die Kiste ist groß, jetzt ist sie offen. Ja. Mit vereinten Kräften. Er setzt das Brecheisen an und ich hänge mich dran. Sozusagen. Und praktischerweise landet also Jellic. Ja. Und das genau. Ist der entsprechende genau. Das macht den Unterschied. Jellic landet und die Kiste springt so ein bisschen auf. Also ihr kriegt sie nicht ganz aufgeschoben, das ist aber auch egal, weil was auch immer gegen die Kiste geschlagen hat, fliegt quasi in hohem Bogen aus dieser Kiste raus und landet irgendwo hinter euch. Und das ist, es hält wahrscheinlich lang genug, aber das auch der Gegenstand, den du gespürt hast, ziemlich sicher. Das ist es. Was ist es? Ich weiß es nicht, kannst du es noch sehen? Können wir es noch sehen? Mhm. Vor euch liegt ein Türknauf. So ein metallener Türknauf, 10 zum Drehen. Das ergibt total viel Sinn. Das ist schon fast zu offensichtlich. Ich nehme ein besticktes Tuchstoff, lass es vorsichtig drüber fallen und versuch's dann aufzuheben. Mhm. Es lässt sich von dir aufheben. Und du hast irgendwie das Gefühl, als würde der ziehen. Also nicht stark genug, dass du jetzt einfach dem fliegen könntest oder so, oder dass er dir aus der Hand rutscht. Aber du kriegst mehr so das Gefühl, dass du in eine bestimmte Richtung möchtest. Jetzt raus hier. Ich glaube, er weiß, wo er hingehört. Wir sollten verschwinden. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Ich krieg von drinnen nur Getuschel mit. Also wenn überhaupt. Du hörst wahrscheinlich klappern. Einmal, dass irgendwas auf den Boden fällt. Mhm. Nicht allzu laut, aber das wirst du mitgekriegt haben. Ich stelle mir vor, dass wir drinnen irgendwie an die Kisten gehen und ich mich vor die Kiste stelle, damit Naku auf mir drauf hüpfen kann auf die Kiste, um dann irgendwie aus dem Fenster rauszukommen und ich kletter dann hinterher. Alles klar. Gib mir doch mal Akrobatik oder Athletik, je nachdem, was du möchtest, für zum Klettern. Akrobatik. Alles klar. Ach ey, dieser Würfel lässt mich jetzt im Stich. 11. Okay. Wenn man auf die Kisten klettert, wird das schon irgendwie gehen. Verdammt. Ist nicht besonders akrobatisch, aber es wird schon funktionieren. Es sieht zum Glück niemand. Naku kann das Gleiche tun und mit Vorteil, weil sie ja Hilfe bekommt. Okay, oder das ist gut. Ich habe nämlich schon mal gewürfelt und das war nur eine 4. Das andere ist eine 17. Ja. Und wenn ich Akrobatik statt Athletik nehmen darf, ist es auch nicht katastrophal. Kommt ja drauf an, was du willst. Willst du dich da hochziehen oder... Nein, eher, weil ich halte ja auch immer noch den Türknauf, einen geschickten Weg finden und dann hopp, 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 hopp von einem aufs nächste. Aber dann irgendwie einmal auf meine Schulter und dann hoch. Ja. Sieht bei Naku deutlich eleganter aus als bei Kling nachher, der ja so mit den Beinen rudert und dann irgendwo doch noch halt niemand mehr. Sobald sie am Fenster sind, kann ich sie natürlich in Empfang nehmen. Ja, da springt dir Kling quasi so ein bisschen in die Arme und dann. Ich marschiere raus, einfach vom Fenster Sims auf Güneus Schulter. Ich glaube, wir haben es. Es ist... Ich schlage den Stoff etwas zurück. Ein Türknauf und er ist magisch. Man sieht dann jetzt aus dem Fenster so langsam einen Lichtschein heller und werden. Und er will... Sagt, doch, ich habe was gehört. Und er will in die Richtung und wir sollten auch schnell in diese Richtung. Ich will dazu. Ja, wir sollten weg hier. Kling. Ja, weg hier. Wenn Naku auf meine Schulter ist, dann werfe ich einfach die große Kapuze noch drüber. Und dann versuchen wir halt mal geheim wegzukommen, dass wir uns nicht irgendwie mit jemand auseinandersetzen müssen. Nicht, dass ich irgendwie nicht vielleicht Lust hätte, irgendjemand. Naja, lassen wir das. Okay, also wollt ihr erstmal einfach weg, weil Naku könnte jetzt, also gerade da sie jetzt weniger sieht, weil sie eine riesengroße, schwere Kapuze auf sich drauf hat, die sie vermutlich nicht mal hochheben kann. Naja, ganz so schlimm ist es nicht, um Naku bestellt. Hat Naku ja genug Gelegenheit zu spüren, wo der Türknauf so hin möchte. Ich zupfe vorsichtig an den Ohrläppchen von Güneu, um den Wagel in die Richtung zu steuern. Und sich dann auch mehr links. Zur Überraschung von vermutlich niemandem
wird der Weg relativ eindeutig, nicht auf direkten, also nicht durch die Speakers Corner quasi, aber in Richtung von den Slums. So, unter uns, ich finde jetzt ein Türkurve ein bisschen antiklimaktisch. Das ist jetzt ein bisschen, ich hätte irgendwie das Größeres erwartet. Wer weiß, was hinter der Tür ist. Wir suchen eine Tür und wir brauchen etwas, das sie öffnet. Und dann finde ich einen Knauf sehr sinnig. Es ist so offensichtlich. Möchtest du dich jetzt darüber beschweren, dass das, was wir gefunden haben, relativ offensichtlich ist, dass das ist, was wir suchen? Beschweren ist ja das falsche Wort. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht. Aber deine Ahnen haben es dir gesagt, dass du da lang sollst, um das zu holen. Also mein Vater, um genau zu sein. Mein Vater hat es gesagt. Dein Vater ist tot? Ja. Es tut mir leid. Passiert, aber danke. Dafür ist er noch bei mir. Zeigst auf deinen Löffel? Ja. Und also ihr unterhaltet euch so ein bisschen leise, während ihr in die Richtung geht. Und würdet dann, ihr seid ja immer noch relativ heimlich unterwegs, außerdem ist es nachts und sind gar nicht so viele Leute unterwegs draußen. Ein, zweimal dürftet ihr einer Wache ausweichen, aber das ist, also einmal, das andere Mal ist es jemand, der sowieso von euch, also sagen wir mal, auf dem Abrechnungsbogen steht. Da ist es nicht so schlimm, wenn der sieht, was hier los ist. Und kommt. Wie viele verschiedene Markierungen haben diese bestechlichen Wachen? Haben die irgendwelche Armbänder, an denen man erkennen kann, wer sie gerade bestochen hat? Nee, man muss sie schon kennen. Ja. Also es liegt quasi an dir zu wissen, wem du Geld gibst. Alles klar. Das ist natürlich einfacher, wenn du von den Großen bist, weil da kannst du einfach davon ausgehen, dass dir der Distrikt gehört. Also dass da niemand aufmuckt. Egal, wer das ist. Wenn du bei den Kleineren bist, musst du halt wissen, wer sind die Leute genau und so. Das ist ein bisschen schwierig. Und manchmal sind da auch Leute drunter, die lassen sich nicht bestechen, sowas Schlimmes. Also das ist ganz furchtbar, aber ja. Ist jetzt keiner von denen zum Glück. Der erste vielleicht, habt ihr noch nie gesehen. Aber der Türknauf führt euch irgendwann auf einen, also in die Slums, die jetzt vermutlich für die zwei, die noch nicht so lange in der Stadt waren und hier noch nie waren, erstmal ein ziemlich krasser Unterschied ist von diesen, also viele Steingebäude, die hier stehen, manche natürlich auch einfach Holzgebäude, aber relativ stabil gebaut vorher alles, alles relativ, ja, da steckt irgendwie Handwerkskunst und Geld dahinter. Und es hört relativ plötzlich auf. Und es ist wie so ein, als hätte man eine Grenze gezogen. Und dann kommt erstmal ein bisschen nichts, also einfach ein bisschen offenes Gelände und dann wirklich nur so notdürftig zusammenhaltende Holzverschläge. Leute, die irgendwie auch draußen teilweise schlafen oder apathisch in der Ecke sitzen, wo ihr nicht das Gefühl habt, dass die euch angucken, obwohl die Person jetzt direkt in eure Richtung guckt. Es ist schon ziemlich traurig. Gibt auch einfach Leute, die um Feuer rumsitzen und sich zu unterhalten scheinen, also irgendwie normale Sachen. Und zwischen diesen Verschlägen ist immer mal Platz. Also es sieht auch so aus, als wären die so ein bisschen so clustermäßig angelegt, also dass man sich halt Wände sparen kann zum Beispiel. Und ein Platz, es sieht fast ein bisschen wie so eine Lichtung aus. Also als würde der gemieden. Und der Türknauf möchte da aber ganz besonders gerne hin. Es wird auch, je näher ihr den Slums jetzt gekommen seid, immer stärker, dieser Drang, den du spürst, Narko, irgendwo hinzukommen. Kling, müssten wir hier irgendjemanden ansprechen oder schmieren oder... Nicht verkehrt. Auch hier gibt es Machtstrukturen, die über finanzielle Zuwendungen glücklich sind und uns dann eher in Ruhe lassen. Ich halte mal die Augen auf, ob ich da jemanden finde, der gerade in der Nähe ist. Was du aber auch weißt, ist mehr so, solange du niemandem auf die Füße trittst und dich niemand anspricht, ist es meistens okay, hier zumindest zu sein. Nicht für länger. Und du solltest halt von niemandem was wollen und niemanden behelligen irgendwie, aber das geht schon erstmal. Ach, ich lasse trotzdem auch gerne ein paar Münzen da, um aktiv vergessen zu werden. Okay, das ist definitiv auch im Vorbeigehen kein Problem. Und ihr kommt eben zu dieser Lichtung, sag ich mal.
Und jeder kann sich bestimmt noch gut daran erinnern, dass Kling ein bisschen nicht ganz so begeistert war, dass dieser Gegenstand jetzt auf einmal dann so klein ist. Mhm. Weil als sie in die Mitte von dieser Lichtung kommt, Nako, du guckst dir diesen Türknopf nochmal an, erscheint relativ plötzlich, also es ist so wie so ein Wischen mit so einer, mit so einem, es klingt fast, oder es fühlt sich fast an wie so ein Ausatmen, und es erscheint ein Gebäude. Ui. Haus. Wie der Halbling gesagt hat, ein Ort, der nur nachts erscheint und sonst nicht da ist. Ja, es zieht auch gerade so eine Wolke vorbei und Sternenlicht fällt da drauf. Und je mehr das Licht dieses, also auch das Licht der Monde dieses Haus anstrahlt, umso realer scheint es zu werden. Und das ist beeindruckender. Und nicht nur das, es entsteht auch ziemlich schnell, könntet ihr zumindest eine gute Idee haben, warum die Rakisa, die das gesucht haben, nicht wieder vollständig zurückgekehrt sind. Also es liegen auch ein, zwei Leute rum. Zwei, also drei sind es, die da rumliegen, und zwei gekleidet in dieser sandfarbenen mit Aschegrauen. Liegen die irgendwie, weiß ich nicht, vor der Tür, dass die zum Beispiel was, die Tür angepackt haben und einen Schlag bekommen haben, einen magischen oder sowas? Oder sehen die eher aus wie erstochen, erschlagen? Eingeschlafen. Also eine Zwergenfrau, die liegt in eure Richtung, also die scheint davon irgendwie weggelaufen zu sein. Und hat jetzt erstmal keine erkennbaren Wunden. Und zwei andere liegen an der Tür. Aber auch, also die, es hat so eine kleine Treppe, die zu so einer Tür geht. Und da ist definitiv, klebt da Blut dran. Von welchem von den beiden es kommt, es ist nicht genug, dass sie beide da verblutet sein können. Aber. Kann man irgendwie Wunden dann noch erkennen, irgendwie, woran die gestorben sind? Guckt denn da Pfeil raus? Willst du näher zur Tür gehen? Ja. Okay, dann ja, wirst du also da irgendwann einen blutigen Dolch sehen, ja. Okay. Ist das ein ganz normaler Dolch, wie man ihn hier in der Stadt überall mal findet, oder ist das irgendwie... Ist doch mehr ein Messer, also es ist ein relativ einfaches Messer, was okay, schon dafür da ist, Leuten weh zu tun. So. Mhm. Ist jetzt nicht irgendwie eine Ritualklinge elfischer nee. Art oder sonst irgendwas Spezielles. Okay, gut. Das beruhigt fast ein bisschen. Scheinbar haben die sich irgendwie gegenseitig angegriffen oder so. Wenn das du näher kommst, will, dass wir hier hingehen. Also gehen wir hier hin. Hm? Wenn ihr alle näher kommt, quasi, merkt ihr, dass irgendetwas versucht, in euren Geist einzudringen. Wer das, sich dagegen wehren möchte, kann gerne mal einen Wisdom Saving Throw machen. Aber sowas von. Das ist die eine Sache, die ich kann. Naja, so semi. Also schauen wir mal, was die Würfel sagen. Mhm. 23. Ich kann immerhin eine 16 bieten. Gut gewürfelt. Da reden wir nicht drüber. 4. Okay. Kling. Ja. Du bemerkst eine Präsenz. Gut, das ist jetzt erstmal nichts Neues für dich. So. Oh, noch einer. Jemand, der mit dir redet. So, immer den mehr. Du sehen kannst. Aber es ist nicht wirklich auf einer Sprache, sondern es ist mehr Emotionen und es ist sehr viel Wut und irgendwas Verdorbenes. Du hast doch plötzlich so einen schalen Geschmack im Mund und es riecht irgendwie nach zersetzendem Fleisch und irgendwas, was schon sehr lange sehr tot ist und sehr unangenehm verrottet. Spüre ich diese Präsenz einfach nur oder beeinflusst sie mich auch, dass ich selber wütend werde? Du spürst die in erster Linie, aber es, also ja, es hat Einfluss auf dich. Okay. Du bist jetzt nicht sofort selber mega wütend, aber es hat schon Einfluss auf dich. Ja. Ja, jetzt, dass ich so ein bisschen wirklich am Würgen bin, irgendwas ist hier, ein Etwas, ich kann es nicht genauer sagen, aber... Und dass irgendwas versucht hat, auf euch einzuwirken, das habt ihr natürlich beide gemerkt. Mhm. Also die anderen beiden jetzt. Ich habe es gespürt, aber ich habe es ferngehalten. Es ist Wut oder sowas. Und verdorben und tot.
Sind wir sicher, dass wir das aufmachen wollen? Der Knauf ist sich sehr sicher. Oder ist das, was hier Wut und Verderben ist, vielleicht außerhalb, weil die Leichen ja auch außerhalb liegen? Vielleicht sind wir drinnen vor dem sicher. Oder aber es ist so stark, dass es von drinnen ruft. Fühlt sich nicht nach Rufen an. Lasst uns die Tür öffnen und dann finden wir heraus, was los ist. Und im Notfall zerreißen wir es in Stücke. Also du, ich klopfe Günther auf den Kopf, zerreißt es in Stücke und ich setze es in Brand. Gut. Als Naku das sagt, spürst du Zorn in dir aufwallen. Vor allem das mit dem Brennen war nicht gut. Ich gucke Naku an. Kann ich das, also spüre ich einfach nur Zorn oder ist das wirklich so eine Kontrolle, die das Ding über mich hat? Du spürst in erster Linie, okay, dass irgendetwas, was mit dir irgendwie verbunden ist, extrem wütend wird. Ich fauchte richtig an. Kein Feuer! Kein Feuer! Oh. Ich glaube, was immer es ist, es hat Angst und ist wütend auf dich und das Feuer. Wir müssen vorsichtig sein. Es hasst scheinbar Feuer. Oh, gut zu wissen. Und es scheint irgendwie Einfluss auf mich zu haben. Also, Knauf, benutze Knauf mit Tür. Und die Tür hat tatsächlich so einen Abdruck, wo man denken könnte, hey, da fehlt ein Türknauf. Und als du den Türknauf mit der Tür verbindest, dreht er sich von alleine. Und die Tür schwingt nach innen auf. Sicherheitshalber. Man weiß ja nie. Wird die Präsenz stärker oder so? Die Präsenz wird anders. Also sie wird nicht stärker, sie bleibt in gleicher Intensität. Aber es ist irgendwas Erleichtertes dabei. Das ist irgendwie so. Dieses Gefühl, dass du irgendwas plötzlich verstanden hast. Weißt du, dieses Aha, so das Gefühl kriegst du auf einmal. Aha, ich habe was verstanden, ich weiß noch nicht was. Okay, ihr betretet dieses Haus. Das Erste, was ihr bemerkt, das Erste, was ihr vermutlich bemerkt, ist, dass hinter euch die Tür zuschlägt, als ihr drin seid. Von alleine. Und dass der Boden anfängt, nicht zu vibrieren. Es ist auch mehr, dass man es hört, als dass man es spürt, aber ihr hört wie so ein Schlagen, so ein Herzschlag, der irgendwo von unter euch, es sind Holzbodendielen, auf denen ihr steht, und irgendwo von unter euch hört man wie so ruhig, ruhig. Hört sich das an wie ein Herzschlag? Ja, das hört sich relativ genau an wie ein Herzschlag. Es ist beunruhigend. Also von Warmblütern, Herzschläge, die klingen so. Das ganze Gebäude sah nicht aus wie ein Mausoleum. Ne, einfach so ein Stand auch nichts irgendwie dran, hier liegt oder sowas. Ne, so ein bisschen wie das hier hinter mir vielleicht, nicht so groß. Bisschen so viel Holz, paar Fenster, die Fenster. Da kam seltsames, bläulich-gelbes Licht raus. Ich würde mich dann erstmal direkt umschauen, ob irgendwas gefährlich ist in erster Linie. Ob ich irgendwas sehe, was nicht eine Art Falle sein könnte oder was nicht irgendwie anderweitig von uns gefährlich ist. Das ist mein erster Blick. Ja, es sieht aus wie so ein, würdest fast sagen, Wohnhaus. Also man hat einen kleinen Flur, wo es Möglichkeit gibt, irgendwie seine Dinge wie Überwürfe oder so abzulegen oder aufzuhängen. Du hast links geht ein Zimmer ab, was ziemlich karg eingerichtet ist. Es ist ein Tisch mit drei Stühlen, also ein Holztisch einfach mit drei Holzstühlen, der davor steht. Ein anderer Raum geht ab, da stehen drei Stühle in so einem Halbkreis um eine Feuerstelle, die aus ist, also so ein Kamin. Und es geht noch Treppe nach oben und es gibt eine Türe, die an dieser Treppe ist, also da quasi, wo die Treppe hochgeht, an dieser Treppe, die in die Treppe sozusagen hineingeht. Das sieht
seltsam normal aus. Ich habe auch was anderes erwartet. Aus, das nur bei. Ich verstehe jetzt, was du vorhin mit dem Türknauf meintest. Ist ein bisschen relativ einfach, aber also das Haus muss mega teuer sein. Also wenn der Innenraum so aussieht, aber die Dinge, die mit denen hier dekoriert wird, in Anführungszeichen, sind sehr einfach. Aber ich frage mich, ob es ein Zufall ist, dass es immer drei Stühle sind. Sicherheitshalber einmal ganz kurz oben gucken. Wir wollen ja eh runter, aber gucken, dass uns nichts in den Rücken fällt. Bin ich gut. Okay, ihr geht hoch. Oben sind drei Räume, also zwei auf der linken Seite, einer auf der rechten Seite. Und die sind ein bisschen ähnlich eingerichtet. Also jetzt nicht mit Tisch und Stühlen, aber es gibt hier mal so ein Schemel, so ein Fußschemel. In dem größeren Raum sind drei, also ich meine, die erste Assoziation wäre wahrscheinlich Bettgestelle. Sowas, also Holzrahmen, aber ohne Matratzen und so. Und der dritte Raum ist leer. Was aber passiert, als ihr hochgeht, ist, dass Kling, du bekommst so ein bisschen ein nervöses Gefühl. Merkst auch, dass das nicht so dein eigenes ist unbedingt. Und das wird stärker, je höher du gehst. Irgendwie gefällt mir, ist das falsche Wort, dem Ding, dem Wesen etwas nicht, dass wir hier hochkommen, habe ich das Gefühl. Und dieser Herzschlag, den hört man hier auch. Also das ist auch wieder Holzboden, also Bodendielen aus Holz. Und auch hier, wie als würde da drunter ein Herz schlagen, aber schneller. Was willst du von mir? Sagst du, also rufst du das? Ja. Du siehst vor deinem geistigen Auge plötzlich, also da, wo vorher noch ein Fenster nach draußen war, am anderen Ende von diesem Flur, ist die Tür, die in die Treppe führt. Dann ist da wieder ein Fenster. Huch. Ich glaube, was immer irgendwie Einfluss auf mich nehmen will, möchte, dass wir die Tür nach unten nehmen. Ach, was. Wo der Herzschlag herkommt. Die Sache ist, wir sind, also nicht, dass wir die Sache aus den Augen verlieren, wegen der wir hier sind. Wir sollen hier was rausholen, richtig? Ja, wobei, ist es vielleicht der Türknopf eigentlich schon gewesen? Ich hätte vielleicht bei unserem Auftrag genauer zuhören sollen. Ich dachte, ihr tut das. Ich meine, jetzt, wo ich drüber nachdenken könnte, ist der Türknauf gewesen, an dem wir besorgen sollen. Aber vielleicht gehen wir einfach wieder. Aber fairerweise muss man sagen, ein Türknauf ist nun auch nicht das, was ich definieren würde als Objekt, mit dem man irgendwas findet. Dann schätze ich, gehen wir runter und schauen nach, was da ist. Ja. Zumindest schauen sollten wir. Wir suchen ja einen, wie war das? Ein Sextant? Etwas, mit dem man in die Ferne und in andere Zeit schauen kann. Genau, das ist ja kein Türknauf. Kling, wenn ich dich gleich eventuell bewusstlos schlage, ist nichts Persönliches. Also ich finde das schon sehr persönlich, wenn man mich bewusstlos schlägt, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich würde es wahrscheinlich nicht mal übel nehmen. Aber nicht so toll. Ein bisschen bewusstlos oder so. Okay. Ihr geht wieder runter? Mhm. Ganz klar. Fühle mich ja genötigt, das zu tun. Ich mache gar nichts. Das Haus will das aber. Wenn ihr euch dieser Treppentür nähert, hat die an ihrem Rahmen, es hängt so ein total seltsam grob geschmiedetes Vorhängeschloss davor. Also passt überhaupt nicht zur restlichen Ästhetik dieses Hauses. Und im Rahmen erscheinen regelrecht, sieht so aus, als würden die, während ihr euch der Tür nähert, eingeritzt werden, drakonische Schriftzeichen. Naku, und sprich, was steht da? Das frage ich mich auch. Da steht, seht und findet eure Zukunft. Seht und findet das, was in eurer Zukunft liegt. Ungefähr. Steht da.
Also für Kling steht da irgendwas mit gucken und später. Ich glaube, ihr habt recht. Das glaube ich doch wohl auch. Das sind keine irgendwie gearteten Schutzrunen, Bannkreise, hier nicht lang, weil dieses komische Vorhängeschloss sieht auch aus, als wäre das nachträglich irgendwie hier hin. Also war relativer Sicherheit nicht da, als ihr reinkamt, ja. Immerhin sehe ich jetzt nicht nur Dinge alleine, sondern ihr seht es auch. Das finde ich schon mal ein Fortschritt. Was macht ihr mit der Tür? Auf. Also irgendwie sagt mir was, dass wir hier unseren Drachen brauchen. Wenn du die aufmachen möchtest, Naku? Ja, wenn ich irgendwie an den Mechanismus dafür rankomme. Oder kann ich sie einfach schieben? Nee, sie ist schon zu. Also du müsstest dann irgendwie gehoben werden in dem Fall. Ja, ich drehe mich nochmal halb zu Günther um. Entschuldigung. Hast du irgendwie Handschuhe oder sowas an, dass du nicht irgendwie Schloss direkt anpackst? Ich habe Krallen. Na, wenn irgendwie der Kram verzaubert ist und... Achso, da helfen auch keine Handschuhe, mein Lieber. Na, ja gut, ich bin das eher von Gift gewöhnt. Ich heb dich hoch. Meine Krallen wird's nicht vergiften können. Dann... Oder... Vorhängeschloss. oder Racke, Racke, Racke. Ja, das ist auch wirklich... Da ist dieses Schloss. Und dieses Schloss scheint dann irgendwas von dir zu ziehen. Das ist so das Gefühl, das kennst du, wenn du einen Zauberspruch sprichst, merkst du, wie diese Energie durch dich durchfließt. Das Gefühl nur ein bisschen. So. Es muss auf magische Art und Weise... Ich nehme das Schloss zwischen meine Krallen, konzentriere mich. Es hatte Angst vor Feuer, richtig? Oder es mag Feuer nicht? Ich zucke wahrscheinlich irgendwie noch mal kurz zusammen durch die Präsenz, als wir Feuer hören. Ja. Und ich werfe einen kleinen Feuerpfeil auf das Schloss. Einfach mal, um zu schauen, was passiert. Kling bekommt so ein Panikmoment einfach so kurz. Der dich übermannt. Aber dieses Schloss absorbiert die Magie, also scheint die Magie zu absorbieren, weil das trifft auf das Schloss und dieser kleine Feuerbolzen wird da reingesogen und dann macht es klack an beiden Stellen, an denen es fest ist und fällt einfach ab. Warm mich bitte nächstes Mal vor. Das war unangenehm. Oh, woher soll ich das denn wissen? Gut, ich... Nein, es kann sein, dass ich sehr schnell und sehr dringend Feuer erzeugen muss mit Magie. Ich werde dich nicht vorher warnen. Sei generell gewarnt, dass wenn jemand versucht, mir weh zu tun, werde ich mich mit Feuer wehren. Gut, auf jeden Fall ist das Schloss jetzt auf und dann können wir jetzt hier. Und ihr betretet eine steinerne oder Lehmtreppe. Also auf jeden Fall irgendwas Irdenes, irgendwas, was nicht aus Holz ist. Und dieses Schlagen, das jetzt dann wieder ruhiger geworden ist, als ihr runtergekommen seid, wird tatsächlich leiser. Also solange ihr nicht auf den... Ihr geht weiter quasi von den Holzdielen weg und diesen Herzschlag, den ihr hört, der wird leiser, jetzt nicht langsamer oder hört auf oder so, aber ist einfach schwerer zu hören. Wie weit geht's da runter? Tiefer als es sollte. Also es kann nicht sein, dass der Keller so tief ist. So grob anderthalb Stockwerke oder so. Es könnte also sein, dass das schlagende Herz im Fußboden ist. Oder die Holzbretter einfach schön die Resonanz. Das verräterische Herz. Tear up the planks, here it's the beating of its hideous heart. Was redet er auf einmal? Was ist mit Günther los? Vielleicht ist er jetzt von diesem Haus besessen. Kein Geierauge oder so bemerkt, von daher. Aber ja, also wenn ihr da runter geht, es ist auch hier brennt kein Licht, auch das ist wieder jedem egal. Ihr findet euren Weg da runter und unten ist ein relativ großer Raum. Also der müsste ungefähr so groß sein wie die Hälfte bis drei Viertel von diesem Haus. Und der ist komplett leer. In der Mitte ist eine etwas erhöhte Empore und auf dieser Empore steht eine metallene
sehr grob geschmiedete Schale. Die hat 1, 2, 3, 4, 5. Fünf solche geschmiedeten Kringel sozusagen. Fällt das Wort gerade nicht ein. Als Füße. Griffe? Ja, genau. Also die Füße gehen quasi oben durch und kringeln sich um die Schale, die da offen ist. Mhm. Ja, kann man vorstellen, was man's. Ja, gut. und wenn ihr noch näher kommt, in dieser Schale befindet sich eine schwarze, metallene Kugel. Könnte Blei sein, vielleicht. Oh. Also schwarz in dem Sinne, wie Blei schwarz ist. Ist das vielleicht das, was wir suchen? Hören wir das schlagende Herz hier noch? Hören wir das von oben? Ja, von oben und sehr, sehr leise. Und der Einfluss ist aber immer noch da. Und als ihr euch unterhaltet, ob das vielleicht das ist, was ihr sucht, fühlst du so das Gefühl von Entspannung, Bestätigung, irgendwas, was eine schwierige Situation, die nach langer Zeit endlich endet. So, dieses Gefühl bekommst du. Mhm. Manchmal, wenn du schon mal hattest irgendwie. Ich hatte noch nie einen positiven Ausdruck. Nein. Der ist immer blöd, wenn die edgy Charaktere dann. Ja, ja, das ist gut. Irgendwas sagt mir, dass wir am Ziel sind, sozusagen. Also dieser Einfluss, den ich habe, der fühlt sich an, als ob wir hier am Ziel sind. So würde ich das auf jeden Fall interpretieren. Was immer dieses Ziel ist, wie soll man damit irgendwo hingucken können? Da kann man nicht mehr durchgucken. Vielleicht anpacken. Schale und Kugel, nur Kugel. Ich meine, irgendwofür brauchen wir auch immer noch einen Drachen, ne? Wir haben gar nicht ausprobiert, was passiert wäre, wenn wir beide an den Türknauf gepackt hätten. Stimmt. Also? Gibt es da irgendwas, was Schriftstück, irgendwie was Beschriftetes, irgendwelche Runen oder sonst nicht? Nee, nein. Hat eine Schale mit Bedienungsanleitung? Ja, das wäre doch nett. Das wäre praktisch, ja. Mhm. Dann nähere ich mich mal noch ein bisschen weiter der Schale, dass ich so sie berühren könnte. Okay. Wenn du dich näherst, also dass du fast dran bist, also müsstest du zumindest mit einem Bein irgendwie diese kleine Empore hoch. Ja, ja. Und dann hörst du, wie diese Kugel anfängt zu vibrieren. Mach einen Schritt zurück. Hört auf. Mach einen Schritt zurück. Also dran. Nicht sofort, es ebbt ein bisschen ab und dann hört es irgendwann auf. Ich mach das noch 2-3 Mal, Spaß. Das Gleiche. Du näher, die Kugel fängt an zu vibrieren. Also nicht so, dass sie irgendwann aus der Schale springt, sondern bis zu einem gewissen Punkt. Gehst einen Schritt zurück, die Kugel hört langsam auf, sich zu bewegen. Ich touche die Schale einmal an. Touch die Schale einmal an und die Kugel fängt an, in sehr geschwungenen Bewegungen hin und her zu rollen. Also wenn du es nur kurz machst, dann bewegt sich nur einmal kurz. Je länger du es machst, fängt die an, Schleifen zu fahren. Also mir ist schon mal nicht der Finger abgefallen dabei, das ist schon mal gut. Ich wäre mal interessiert, was passiert, wenn Nakuti berührt. Ob das das Gleiche ist oder ob das anders passiert. Dann geh ich vorsichtig hin und heb auch mal meine Krallenhand in Richtung der Schale. Wie es mit dir klingt, hältst du die Schale noch fest? Also nein, ich habe sie dann wieder losgelassen. Ich habe ja quasi einfach nur ein bisschen kurz gegengetatscht. Dann passiert das gleich, ja. Nur, dass die Kugel bei Naku deutlich zielgerichteter sich irgendwie zu bewegen scheint. Also die fährt nicht so Schleifen, sondern die fährt eher irgendwas Ovales, irgendwas grob Rechteckiges mit irgendwie runden Ecken ab. Fast so aus wie eine Schuppe vielleicht. Das hat es bei mir nicht gemacht. Nee, bei dir ist sie mehr so schleifend. Leg auch mal deine Hand dagegen. Mach ich auch. Gleichzeitig. Weil hier war ja alles irgendwie auf 3 Leute ausgerichtet. Stimmt. Dann, und ja. Die Kugel, also wenn die zweite Person dran fasst, er starrt die Kugel, rollt zur Mitte und zerfließt in die Form von so einer Schuppe. Drachenschuppe vielleicht. Genau, pack mal mit an. Mal gucken, was dann passiert. Ja, tue ich. Wir sind alle noch am Leben, das ist schon mal gut. Günay packt mit an und in diese Schale fängt an, sich zu füllen mit irgendwas, was euch im ersten Moment grob an Quecksilber erinnert. Also irgendwas, was nicht fließt und auch irgendwie nicht Wasser ist, aber so ähnlich
aussieht. Ja, den Spruch mit dem Nicht-Wasser hatten wir. Mhm. Und die Schale füllt sich immer weiter, bis sie ungefähr halb gefüllt ist. Und dann fängt die Drachenschuppe an, gelb und bläulich zu glühen. Und wenn ihr das nächste Mal blinzeln müsst, seid ihr nicht mehr in dem Haus. Oh. Sondern ihr seid an einem Ort, draußen irgendwo, über euch unendlicher Himmel, der Raum um euch herum unmöglich gekrümmt. Also es sieht fast so aus, wie die Welt gekrümmt ist, nur andersrum. Und überall um euch herum sind Gänge und Türen, ein riesiges Labyrinth. Oh. Glaubt ihr das gleich, was ich glaube? Das glaube ich und nicht. Ihr schaut euch dann um, weil Kling das sagt. Ihr schaut euch um und Kling ist nicht da. Also ihr könnt euch nicht sehen, aber ihr seid euch völlig bewusst, dass ihr am gleichen Ort seid. Und ihr ist fast schon mehr so, als würdet ihr euch spüren, als gäbe es da irgendeine Verbindung. Hören wir uns? Wenn ja. Also tatsächlich, seid ihr da? Ja. Seht ihr das auch? Ein Labyrinth? Ein Labyrinth? Ein Labyrinth im Labyrinth im Labyrinth? Das Labyrinth. Und alles krümmt sich. Oh. Das Labyrinth, ja. Ewigkeit. Entschuldige, dass ich dich betreten habe. Es tut mir leid. Wir entweihen diesen Ort. Nein, tun wir nicht. Wir müssen hier sein. Ich muss hier sein. Wir sind hier genau richtig. Ja, aber jetzt lässt du dabei die Schale los? Bist du richtig? Nein, ich... Wobei, vielleicht lass sie los. Genau, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Mal gucken, was passiert. Wenn ich so wild gestikuliere. Ganz sicher, wir sind noch nicht so weit, aber wenn wir schon mal hier sind, dann schauen, was man hier alles vielleicht, wenn man sich konzentriert, ob man irgendwie Gänge entlang gehen und um Ecken gucken und vielleicht Bilder sehen und ja, vielleicht tut sich auch irgendwas mit dem Sternenhimmel und überhaupt und beeindruckt sein. Ganz viel beeindruckt sein. Passiert denn irgendwas, wenn ich, als ich rumgestikuliere, wir müssen hier sein, in dem Moment tatsächlich die Schale loslassen? Nein, also ist ja auch die Frage, woher willst du festmachen? Dein Körpergefühl ist total seltsam. Okay, gut, woran machst du fest, dass du die Schale nicht mehr anfasst? Das ist ein guter Punkt, stimmt. Das heißt, vielleicht sind wir auch nicht wirklich hier. Er sagte ja, es zeigt uns die Zukunft. Das wäre aber auch positiv. Dann würde ich wissen, dass ich in der Zukunft hierher komme. Das wäre toll. Also ihr schreitet alle so ein bisschen andächtig durch dieses Labyrinth. Mhm. Beziehungsweise Naku ist die ganze Zeit sich am Entschuldigen. Ich sollte noch nicht hier sein. Verzeihung, ich sollte noch nicht hier sein. Ich gucke sehr fasziniert mir das Labyrinth erstmal die nähere Umgebung an, ohne jetzt großartig in Gänge reinzurennen. Mhm. Und also das könnt ihr eine Zeit lang machen. Und gerade Günoy, wenn du so die Wände entlang streifst, um zu gucken, ob da Zeichen sind, siehst du ja Darstellungen, die du eher von zu Hause erwartet hättest. Also irgendwelche Darstellungen von umeinander stehenden Gruppen, von Leuten oder Steinen, Darstellungen von weiten Ebenen. Die dann aber, wenn du das zweite Mal hinguckst, gar nicht mehr da sind. Naku findet, wenn sie sich immer am Entschuldigen ist, vor allen Dingen dann auf dem Boden, viele Sachen, die irgendwie, also an dein Familiar erinnern, an Dinge erinnern, auf dem Weg schon hinter dir hattest, vor allen Dingen aber Sachen, die du gesehen hast, Bilder, die dir so einfach in den Sinn quasi kam von irgendwoher, als du erwacht bist. Die Vision. Diese Bilder erkennst du wieder. Und Kling sieht hauptsächlich Dinge von sich. Dinge, die er mal irgendwie, also Worte, wo du dachtest, ah ja, nee, stimmt, ich habe mal irgendwie sowas geschrieben oder so, oder ah ja, den... Das war eine großartige Idee, die ich hatte. Das war eine coole Geschichte und so, solche Sachen. Und eine Zeit, wie auch immer man die misst, auf einem Mond, der ewig ist. Später fängt das Labyrinth
in den Boden zu versinken, fast schon. Das sieht so aus, als würde erst die Mitte verschwinden und dann immer einzelne von diesen Steinen sich einfach langsam im Boden versinken. Mhm. Bis irgendwann nur noch hinter euch, jeweils hinter einem von euch, Steinsäulen stehen und ihr verschwindet mit denen quasi im Boden und seid wieder in dem Haus. Und in dem Moment, ohne dass ein... Das war eine Vision. Dass ein Laut an euch dringen würde, hört jeder in der Sprache, die ihm am liebsten oder am nächsten ist, in seinem Kopf eine tiefe, sonore Stimme, die von einem Herzschlag begleitet wird, die sagt, danke. Ist es eine nette Stimme? Ja. Okay. Und mit dem quasi letzten Satz dieses verzauberten Hauses habe ich es nicht ganz geschafft, noch Sonntagabend fertig zu werden. Ja. Oh, eine Minute. Ja, eine Minute. Wenn ihr noch was tun wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich will das hier nicht abbrechen, aber das wäre... Bitte! Dann... Übrigens, weil es den anderen so wichtig war, dass über sie Geschichten erzählt werden und Sagen geschrieben werden. Güneu, hünenhafter Held, Kind der Steppe und der Stadt, jagte nach Spur der Drachenwelt, Macht, die man verborgen hat. Tor verschlossen, Knauf verloren, Sterne zeigen ihm den Ort, öffnet Türen, wo Götter einst geboren, Schicksal trägt nun Güneu weiter fort. So. Deine persönliche Heldenliedstrophe. Die können wir dann, die wird Respekt. Auf Kani vorgetragen hinterher. Respekt. Und das Ganze dann zusammenzustellen. Ja, gut. Ich hätte wirklich eigentlich kein Magier sein müssen, um ehrlich zu sein. Ich habe genau einen Zaubertrick getaubert. Ja, aber fand ich sehr cool. Also, ich musste niemandem die Kniescheiben brechen. Gerade dass wir nicht gekämpft haben, muss ich sagen, fand ich sehr cool. Das ist halt eigentlich nur reines Interaktion Rollenspiel war, fand ich sehr cool. Hat Spaß gemacht. Sehr schön, ja. Und du bist wirklich ganz offensichtlich voll in der Welt drin. Spielst du dort häufiger oder leitest du das häufiger? Ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen Arbeit aufwenden müssen, um auseinander zu klamüsern, was für Teile ich für mein eigenes Setting schamlos geklaut habe und was da wirklich drin steht. Deswegen fällt mir das wahrscheinlich relativ leicht. Über diese Häuser, also diese Feenhäuser, bin ich letztens erst gestolpert und fand die einfach großartig, deswegen musste ich die irgendwie einbauen. Ja, sehr cool. Ja, aber Thomas, du scheinst das Setting ja auch irgendwie zu kennen, kann das sein? Ich habe mich halt an den letzten beiden Crowdfundings beteiligt. Ach, okay. Und habe mir dadurch dann preiswerter auch die beiden Grundbücher, also das Adventurers und das Grimoire, noch besorgt und habe jetzt halt ein Riesenpaket Fatforge zu Hause und sag mir auch, wenn ich irgendwie 5E mit einer Gruppe spielen will, dann wird es Fatforge sein, weil es, naja, es ist ein bisschen europäischer. Die meisten 5E-Settings sind ja doch irgendwie ganz klassisch High Fantasy, Hollywood-esk, bunt. Und das hier hat halt schon was Vertrautes, wenn man jetzt aus Aventurien oder aus Lorakis oder was auch immer kommt. Also, es hat einen ganz eigenen Charme auf jeden Fall. Es hat einen eigenen Charme, es hat halt eigene Sachen und ich finde, da wo es halt aus bestehenden Kulturen appropriiert ist, finde ich ziemlich gut gemacht. Sehe ich auch so. Das Artwork ist vor allen Dingen sehr evokativ. Es ist französisch, bitte. Ja, man lernt da sehr, sehr, sehr viel über die Welt. Das sehe ich auch so. Ja. Gut. Ich würde sagen, jetzt haben wir uns aber auch verdient, nachdem wir das Labyrinth gesehen haben, auf Ewigkeit waren möglicherweise und große Helden werden in der Zukunft, dass wir Feierabend machen und hiermit dann offiziell die ConspiracyCon beenden. Ich glaube, Nico bricht gerade auf, um zu schauen, ob noch irgendjemand wach ist, den wir raiden können. Was eine gute Frage ist. Ich schaue gerade nicht mehr so viel los. Aber erstens, vielen Dank natürlich an Erik fürs Leiten und Vorbereiten. Ja, vielen Dank. Klapp, 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 klapp. Dankeschön. Klapp, klapp, vielen Dank an euch fürs Mitspielen. Alleine ist es mich auch irgendwie. Dank an Kling und Güneu,
die beste Truppe, die sich ein desorientierter Kobold wünschen kann in einer Stadt, um rauszufinden, wie man irgendwie hier Geld verdient und vielleicht Magie findet. Zum Glück hatten wir mich als großen Anführer dabei. Okay, wir haben unterschiedliche Ansichten, wer welche Rolle hatte, diese Gruppe. Und mit vor 5 Minuten ist die Charity-Tombola zu Ende gegangen, aber es gab ein paar Leute, die gesagt haben, ah, ich habe vergessen, den Screenshot zu machen zum Beispiel. Es wird dann nochmal einen Extratopf geben, zumindest hat Peter das gesagt, für die, die später Sachen einschicken, weil sie es vorher nicht geschafft haben. Und vielen Dank auch an alle, die gespendet haben für die Nothilfe. So, das war die Conspiracy Nummer 8 mit dem Rollenspiel-Bühnenanteil hier bei Orkenspalter TV. Vielen Dank an alle, die dabei waren, an alle, die geholfen haben. Vielen Dank an den Rest von unserem tollen Team. Vor allen Dingen an die Ivy, die auch sehr viel übernommen hat. Und wir legen jetzt die Füße hoch und ruhen uns ein bisschen aus, bevor morgen der Alltag wieder anfängt. Verflucht. Man leider nicht auf Ayana lebt, sondern ja. Hier. Gut. Okay, wir raiden zu Mauki rüber. Mauki, die Fachfrau für fällige Schwänze. Sie baut Sachen für Cosplay. Und die demnächst bei uns wieder Cthulhu mitspielt. Tatsächlich. Na, cool. In einer Woche, glaube ich. Ja. Nee, gar nicht. Es ist erst der 21. In zwei Wochen ungefähr. 2-3 Wochen. Ist Mauki wieder dabei. Gut, Raid läuft. Ich mache hier aus. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.